Schaut mal am Ende von Johannes 21. Ich möchte euch dort kurz etwas zeigen. Pastor Matt sagte, dass dir keiner etwas schuldig ist. Das hat mir der Heilige Geist vor langer Zeit beigebracht und ich verspreche dir, das hat mein Leben verändert. Ich habe erkannt, dass ich mein Leben davon bestimmen lassen habe, was los war, was wer gesagt hat, was getan wurde. Mein ganzes Leben wurde dadurch entschieden, wie sich Dinge entfalten und wie Menschen mir gegenüber leben. Und plötzlich habe ich erkannt, dass mein ganzes Leben gebunden war, limitiert und geregelt war von Umständen, anstatt von dem, der in mir ist. Der in mir ist, war nie dominant, bis ich erkannte, dass mir keiner etwas schuldig ist. Aber er hat gesagt, aber die hätten niemals, aber wie kommt es, dass der, aber das hat mich verletzt. All das, womit wir aufgewachsen sind und wir denken, dass es richtig ist, bringt aber niemals Leben hervor. Es hat nur die einen Menschen richtig und die anderen falsch gemacht. Aber es hat nie Leben hervorgebracht. Und ich habe noch nie gesehen, wie diese Mentalität Christus hervorbringt. Wer hier ist in der Seelsorge tätig? Okay, ja, das ist eine Handvoll. Gut, sagt mir, ob ich die Wahrheit sage. 90% eurer Seelsorge besteht aus Menschen, die Probleme mit Menschen haben. Ja, ein starkes Amen vom Seelsorger, seht ihr? Menschen haben Probleme mit Menschen. Und das lässt erkennen, dass wir manches über das Kreuz nicht verstehen, über das, wer wir jetzt in Christus sind. Es geht ja nicht darum, dass du passiv bist, dass du eine Fußmatte bist oder ein Auge zudrückst. Du lässt dich nicht davon beeinflussen. Denn wenn Menschen etwas außerhalb der Wahrheit tun, außerhalb der Liebe, dann kannst du dich davon nicht beeinflussen lassen. Du kannst nicht zulassen, dass da, wo andere nicht stehen, entscheiden, wo du stehst. Warum lässt du zu, dass Menschen mit dem, wo sie nicht sind, bestimmen, wo du bist? Und dann singen wir, er ist der Herr. Schaut, wo er ist, muss bestimmen, wo ich bin. Wer er ist, zu wem er mich erschaffen hat, zu was er mich berufen hat. Ich möchte das hier lesen. Das bewegt mich heute Morgen. Wer weiß, dass das Buch Jakobus sagt, aber jeder lasse sich Zeit, ehe er redet und ehe er zornig wird und sei schnell bereit zu hören. Ihr kennt es ja, wir sind fast alle so aufgewachsen. Genervt, nicht hören wollen und ganz schön viel zu erzählen. Habe ich nicht recht? Ist es nicht interessant, dass die Schrift sagt, was wir sein sollten, aber wir im totalen Gegenteil aufgewachsen sind? Das ist kein Zufall. Was tut die Liebe? Liebe legt ihr Leben hin. Für den anderen. Legt sie nicht ihr Leben für den anderen hin? Was haben wir die meiste Zeit unseres Lebens gemacht, ohne wirklich darüber nachzudenken? Auf Kosten anderer gelebt. Du kannst Teil einer Familie sein, die sehr liebevoll ist und trotzdem auf Kosten deiner Familie leben. Du hast dann einfach eine Einstellung, die Druck auf den Haushalt ausübt. Und plötzlich trägst du nicht zum Leben bei, sondern entziehst das Leben. Du beanspruchst Liebe. Anstatt selber Liebe zu sein, beanspruchst du die Liebe. Eine schlechte Einstellung in der Ehe. Bestrafst deinen Ehepartner einen halben Tag durch Schweigen. Was tun wir? Auf Kosten der Liebe leben, auf Kosten anderer. Und wir merken das nicht einmal, weil wir denken, dass es normal ist. Wir sind so aufgewachsen, egoistisch und auf sich konzentriert. Aber Jesus ist überhaupt nicht so. Schaut nach, Mann, ich kann ihn nirgends so finden. Er ist großartig. Ich will also nicht das normal nennen, was es nicht ist. Ich will es nicht normal nennen, wenn es nicht das ist, wozu ich erschaffen wurde. Wenn er also sagt, keiner schulde dir irgendetwas, dann klingt das wie ein radikaler Gedanke in der Welt, in der Mentalität, in der ich aufgewachsen bin. Er sagt, sie sagt, wie du mir, so ich dir, Opfer, Schurke, die hätten das nicht tun sollen, ich hätte ja nicht, wenn der nicht. Leute, das ist alles, was wir kannten. Und dann sagt der Heilige Geist, hey, pst, keiner schuldet dir irgendwas. Warum? Weil Liebe keinem irgendetwas schuldet, außer zu lieben. Es sucht nicht das Ihre.
Wenn du diese Komponente, das eigene Suchen, rausnimmst und anfängst zu verstehen, schaut mal, wenn jeder Christ anfangen würde, das hier einfach in Betracht zu ziehen und darüber nachzudenken und zu meditieren, wow, er hat mich wirklich aus der Dunkelheit herausgerufen. Er hat mich wirklich aus dieser Welt genommen und in sein Königreich versetzt. Er ist nicht einfach nur hier, um mich zu segnen, zu beschützen und sicherzustellen, dass alles für mich glatt läuft. Er hat mich ausgesondert, zu einer neuen Denkweise geheiligt, in ein neues Leben. Er hat mich aus der Dunkelheit ins Licht gebracht. Leute, das bedeutet Christ sein. Leider predigen wir nur vorteilhafte Botschaften, die mich in den Himmel bringt, wenn ich sterbe. Ich bin nicht gegen den Himmel. Ich denke, es ist großartig, dass wir ewig leben werden und für immer in seiner Gegenwart sein werden. Es heißt, bei ihm sein ist viel besser. Wer kann bestätigen, dass das wahr ist? Wir sind also nicht gegen das ewige Leben. Ewiges Leben war schon immer der Plan. Gott hat den Menschen nie zum Sterben erschaffen. Er sagte, am Tag, an dem du von diesem Baum isst, wirst du sterben. Das heißt, Tod war nie der Plan. Was hat er also getan? Er hat den Plan erlöst. Versteht ihr? Wir werden also nie sterben. Was hat er getan? Er hat uns zurückgeholt und eins gemacht mit dem Ewigen. So sind wir wieder bei dem Vater, eins mit dem, der ewig ist. Keiner wird uns aus seiner Hand reißen können. Er hat den Menschen dazu erschaffen, ewig mit ihm, in ihm und durch ihn zu leben. Und als das durch die Sünde verloren ging, war es in Gott nicht verloren. Er hat den Preis bezahlt, um zu tilgen. Er hatte das Lamm vor der Grundlegung der Welt geschlachtet. Schaut, ich bin einfach hier aufgewachsen und war ein elender Sünder. Ich hatte Böses in meinem Herzen und brauchte Vergebung. Das will ich nicht kleinreden, aber da ist noch mehr in dieser Botschaft. Leute, da hat es noch eine Seite des Kreuzes. Ich bin mir meiner Sünde bewusst. Es bringt mich zum Kreuz. Das Blut Jesu spricht Besseres. Ich habe die Gnade und Liebe Gottes. Ich habe Jesus, der sagt, Vater, vergib ihm. Er weiß nicht, was er tut. Dieser Junge ist blind. Er hat keine Ahnung, wer er ist. Das ist es, was Jesus sagt. Dieser Typ weiß nicht einmal, warum er auf dieser Erde ist. Er glaubt, er ist auf der Erde, um zu überleben. Er ist auf der Erde, um zu leuchten, um durch meinen Geist zu leben, in Liebe zu wandeln und meinen großen Namen zu offenbaren. Vergib ihm, Vater, er weiß nicht, was er tut. Meine Güte, er denkt, er ist auf der Erde, um zu überleben. Er denkt, die anderen schulden ihm etwas. Er lebt, um eine faire Chance zu bekommen. Er ist verloren in einer einsamen, egoistischen Welt. Vergib ihm, Vater. Kommt schon. Wir haben schon alle so gelebt. Wir haben schon alle Selbstmitleid gehabt. Wir hatten alle schon nach Freunden gesucht, die unserem Schmerz zustimmen, die uns Sympathie entgegenbrachten, anstatt Antworten. Seid ehrlich, ist das zu intensiv für einen Samstagmorgen? Alles okay mit euch? Okay, denn ihr sitzt da sehr ruhig und ich wundere mich gerade. Aber das ist okay, ihr denkt wahrscheinlich nur nach. Das überführt. Das Evangelium soll dein Leben umkrempeln. So wie ich gelebt habe, hat nichts damit zu tun, zu was er mich erschaffen hat. Und es ist alles verdreht. Dieses, lass dir Zeit zu reden und zornig zu werden und schnell bereit sein zu hören. Ich verstehe, warum wir verärgert sind, nicht hören wollen, aber viel zu sagen haben. Die Münze ist umgedreht. Um 180 Grad, alles durch die Sünde. Schaut euch das mal an. Es ist interessant, was wir tun. Ich habe einen Freund, einen Pastor, er predigt viel. Er ist echt gut, sehr klar. Ich liebe ihn. Er liebt Jesus. Er hat einiges durchgemacht, das andere nicht schaffen würden. Seine Tochter hätte tot sein müssen. Sie hatte einen Unfall. Er saß an ihrem Bett auf der Intensivstation und sie hatte einen zertrümmerten Schädel. Du hättest das Röntgenbild sehen müssen. Es ist Wahnsinn. Ein zerschmetterter Schädel mit Knochensplitter im Gehirn. Die Ärzte erwarteten, dass dieser Mann ein Kind verliert. Aber Gott hat sie da durchgebracht. Er hat Familien gedient und sah, wie einige OPs abgesagt wurden. Er war einfach voller Frieden und voller Gott, während ihn die ganze Zeit die Realität konfrontierte, dass sein kleines Mädchen da lag. Nicht erkennbar, weil ihr Kopf größer als ein Basketball war. Das ist fantastisch. Du kannst mir nicht sagen, dass man so nicht leben kann. Ich habe Leute gesehen, die es gelebt haben. Das bedeutet nicht, dass er sie nicht liebt oder es ihn nicht kümmert. Er vertraut einfach Jesus mehr als der Situation. Er hatte schon vor langer Zeit in seinem Herzen festgelegt, dass egal was kommt, egal was passiert, er ist berufen und das wird er leben. Und er wird nichts größer sein lassen als das, wofür er hier ist. Seid ehrlich mit mir, das ist wichtig. Du bist aus einem bestimmten Grund hier. Dein Leben hat eine Bestimmung. Das musst du festhalten und dich durch nichts von dem Warum deines Lebens abbringen lassen. Deshalb treiben Leute umher, hoch und runter.
Hochs und Tiefs, rein und raus, weil sie nicht in der Wahrheit gegründet leben, warum sie wirklich hier sind. Leute, ich rede sehr direkt mit euch heute Morgen. Ist das okay? Dann schau, wenn du das nicht hast, dann bist du einfach nur ein verzweifelter Vater, der die Finger kreuzt und Verse als Prinzipien ausruft, in der Hoffnung, dass es funktioniert. Anstatt im Herzen schon zu wissen, dass egal was in der Situation passiert, auch wenn ich an die Wiederherstellung glaube, tief in deinem Herzen bist du dir bereits sicher, nichts kann es ändern, warum ich hier bin. Das ist wahrer Glaube. Das ist wahre Hingabe. Das ist Selbstlosigkeit. Anstatt deine Tochter in der Situation zu verlieren und dann veränderst du dich, ziehst dich von Gott zurück, hast mehr Fragen, warum, wieso, weshalb wir, wie kam es dazu? Gott, wir haben doch nur unser Leben niedergelegt und plötzlich beten wir, als ob wir eine Art Handel führen würden. Schau doch, ich habe doch nur Gutes getan, ich habe dies, ich habe das, warum hast du zugelassen? Es ist fast, als ob Gott versagt hätte, ich habe ja meinen Teil geleistet und wo warst du? Wenn du diese Mentalität hast, die eine weltliche ist, ist das egoistisch und du wirst nie Glauben und Vertrauen in Gott haben. Wirst du nie Liebe und Achtung für Gott haben. Es ist eigentlich immer im Versuchsmodus, während sich das Leben entfaltet. Und deine Sicht von ihm kann sich in einer einzigen Situation verändern. Damit lässt du erkennen, dass du nie den Bund verstanden hast und die wirklich eine wahre Beziehung. Leute, ich bin ehrlich mit euch. Hört, wir müssen gut laufen, bis zum Ende. Wie können wir den Lauf laufen und eines Preises würdig sein, wenn wir unterwegs ständig stolpern? Mensch, lasst uns diesen Lauf laufen. Lasst uns die Bestzeit schlagen. Lasst uns einfach bis ins Ziel laufen. Lasst uns nicht an jedem Erfrischungstisch anhalten. Lasst uns nicht aussteigen, um auf der Tribüne zu sitzen. Lasst uns rennen. Ihr seid in einem Rennen. Lasst uns rennen. Mein Pastorfreund sagt etwas. Diese Geschichte habe ich euch erzählt, weil ich sagen wollte, was er immer sagt. Er sagt, hör, was ich sage. Bitte höre nicht, was ich nicht sage. Ich habe gelernt, dass die meisten Menschen, die das Evangelium kritisieren und Prediger beobachten und einfach kritisch unterwegs sind, dass sie immer sagen, was man nicht sagt. Sie sagen, dass man dieses und jenes meint und dann schreiben sie eine zweiseitige Gegendarstellung über Dinge, die man nicht einmal gesagt hat. Das habe ich schon über mich gehört. Naja, ich mag ihn nicht, weil er sagt, dass er nicht sündigt. Das habe ich nie in meinem Leben gesagt, dass ich nicht sündige. Ich denke nicht an Sünde. Ich denke nicht an Sünde. Ich erwarte nicht zu sündigen. Ich bin nicht aufgewacht, um zu sündigen. Ich bin aufgewacht, um Sohn zu sein, um im Licht und Liebe zu wandeln. Und das stört die Menschen und verblüfft sie. Warum? Weil die meisten Menschen eine andere Identität haben. Und wenn sie in den Spiegel schauen, mögen sie nicht einmal, was sie sehen. Wenn ich reinschaue, liebe ich, was ich sehe. Ich sehe einen erlösten Mann und in Christus erbaut. Einen Mann geliebt und geheiligt und erkauft mit dem Blut. Einen Mann, der Ziel und Bestimmung hat. Leute haben mich nicht immer richtig behandelt und ich habe nicht immer das Richtige getan. Aber ich wurde gewaschen, mir wurde vergeben, mein Herz ist unversehrt und ich will das Richtige tun. Ich denke nicht an Sünde, ich schaue nicht nach ihr und ich erwarte nicht zu scheitern. Aber falls ich ihr über den Weg laufen würde, schaut, das macht die Leute verrückt, weil ich nicht sofort damit um die Ecke komme, ich habe heute Morgen gesündigt. Denn nach meinem Gewissen glaube ich nicht, dass ich es getan habe. Das haut die Leute aus den Latschen, weil sie denken, dass wir beim Atmen sündigen. Werd wiedergeboren. Und werde das Sündenbewusstsein los. Wenn ich mich der Sünde wirklich für tot halte, wie kann ich mich dann meiner Fähigkeit rühmen, es ständig zu tun und das Demut nennen? Ich nenne das Täuschung. Leute sagen ständig, der sagt, dass er nicht sündigt. Er sagt, er ist perfekt. Ich bin in Christus vollkommen. Das solltest du lieber glauben, dass das Blut einen vollkommen gemacht hat. Das ist keine hochtrabende Sache, sondern man nennt es Glauben. Wisst ihr, dass Stolz widersteht und Demut empfängt? Die Leute, die dem Evangelium widerstehen, leben eigentlich in einer falschen Demut, was deshalb wie Stolz ist. Wenn Gott sagt, dass du angenommen bist und du kommst mit Gründen, warum es nicht so ist, dann kämpfst du gegen die Wahrheit, also kann dich die Wahrheit nicht freimachen. Und wenn dann einer die Wahrheit ausspricht, denkst du, dass sie Heretiker sind, weil du es nicht verstehst, weil es nicht dein Leben ist. Aber nur weil es nicht dein Leben ist, heißt es nicht, dass es sonst auch keiner lebt. Nee, das habe ich noch nie gesehen. Heißt nicht, dass es nicht schon jemand anderes gesehen hat. Seht ihr, wie wir immer darauf hereinfallen und uns zum Standard machen? Egoismus ist ein Schuft. Mann, ich sage dir, das ist ein böser, dämonischer Schuft. Egoismus ist ein böser, dämonischer Schuft. Das ist mir aber noch nie passiert. Heißt nicht, dass es noch keinem anderen passiert ist. Seht ihr, was wir tun? Leute, ihr wisst, dass ich die Wahrheit sage. Schaut mal. Das ist am Ende von Johannes 21, wo Jesus
Petrus fragt, ob er ihn liebt. Und er sagt so, ja, ich liebe dich. Und er sagt ihm, dass er für die Schafe sorgen soll. In Vers 18 sagt er, Amen, ich versichere dir, als du jung warst, hast du deinen Gürtel selbst umgebunden und bist gegangen, wohin du wolltest. Aber wenn du einmal alt bist, wirst du deine Hände ausstrecken und ein anderer wird dich binden und dich dorthin bringen, wohin du nicht willst. Mit diesen Worten deutete Jesus an, mit welchem Tod Petrus einst Gott ehren werde. Dann sagte Jesus zu ihm, komm, folge mir. Er hat ihn also vorgewarnt und sagte dann, hey, folge mir. Aber schaut, was Petrus macht, das ist faszinierend. Wir wollen Petrus nicht schlecht machen, wir lernen von ihm. Das ist das menschliche Wesen, das sind Tendenzen. Schaut, was Petrus gemacht hat. Ich sage euch, viele Leute haben das schon getan. Wir sollten unsere Bibel lesen und davon lernen. Petrus dreht sich um und sah hinter sich den Jünger, den Jesus besonders lieb hatte. Findet ihr es nicht auch toll, dass Johannes von sich selbst schreibt, der Jünger, den Jesus liebt? Was für ein Heretiker, ein Lästerer, was denkt der, wer er ist? Ich denke, er weiß, wer er ist. Und nur weil du mit dieser Offenbarung nichts anfangen kannst, brauchst du ihn nicht anders betiteln. Ich finde es großartig, dass er schreibt, der Jünger, den Jesus liebt. Du solltest das von dir selbst jeden Morgen sagen, weil es wahr ist. Das Kreuz sagt das. Yay! Das machst du nicht, um Zeit zu schinden oder um dich hinter Worten zu verstecken. Du glaubst es und es verändert dein Herz. Bitte versteh, dass ich mein Leben nicht aus der Disziplin heraus lebe. Ich habe Disziplin in meinem Leben. Disziplin ist gut und wichtig. Ich lebe mein Leben aus der Offenbarung, der Liebe Gottes für mich. Ich gehöre wohin? Davon singen wir Lieder, Leute. Ich bin dabei, nicht außen vor. Ich bin angenommen, nicht abgelehnt. Mir ist vergeben, ich bin nicht unversöhnt. Versteht ihr? Das motiviert mich, es bringt mich ihm näher. Seine Güte hat mich zur Veränderung gebracht. Es ermächtigt mich zu leben, was möglich ist, und die Gnade Gottes zu empfangen, um das zu werden, was ich nie aus eigener Kraft schaffen würde. Und plötzlich lebe ich tatsächlich ein übernatürliches Leben. Jesus ruft dich zu Matthäus 5, den Seligpreisungen, den Einstellungen des Seins. Er ruft uns dazu auf. Wenn du ihn hörst, dann sagt er, das ist es, wie unser Leben sein sollte, sein könnte oder wozu wir berufen sind, oder nicht? Aber es ist unmöglich, das zu leben. Die Bergpredigt zu leben ist unmöglich. Deshalb hat er uns den Heiligen Geist gegeben. Darum gibt er uns den Glauben. Deshalb bittet er uns, umzukehren, weil Gnade dich befähigen kann, das zu leben, was du niemals aus eigener Kraft könntest. Wenn er in dich eindringen kann, um deine Perspektive zu ändern, dein Herz zur Umkehr zu bewegen und dich mit der Wahrheit in Einklang zu bringen, denn die Wahrheit macht dich frei, wen der Sohn frei macht, der ist wahrlich frei, dann wirst du plötzlich nicht mehr denselben Lügen glauben, du wirst nicht mehr die gleichen Fehler machen und du wirst etwas völlig anderes hervorbringen als vorher, versteht ihr? Oh, das ist eine gute Nachricht. Schau dir das an. Petrus dreht sich um, nachdem Jesus gesagt hat, hör zu, Mann, als du jung warst, gingst du, wohin du wolltest. Wenn du alt wirst, wirst du dorthin gehen, wo du nicht hingehen willst. Er deutet den Tod an, den er sterben wird, wovon er mit ausgestreckten Armen sprach, ja? Wenn Jesus also zu Petrus sagt, du wirst an einem Kreuz sterben, denkst du, dass Petrus dann an einem Kreuz sterben wird? Oder denkst du, er wird es nicht tun und Jesus wird sagen, oh, ich dachte, das würde passieren. Dann dreht er sich um und sagt, was? Folge mir nach. Ich warne dich nur vor, folge mir nach. Das wird passieren, folge mir nach. Aber hab keine Angst, lass dich nicht entmutigen, werde nicht wütend, folge mir nach. Ich bin ehrlich, deine Hingabe, dein Leben, was sie mir angetan haben, wirst du auch erleben. Folge mir nach. Er lädt ihn ein, in sein Leben. Schau. Petrus aber wandte sich um und sah den Jünger folgen, den Jesus lieb hatte, der auch beim Abendessen an seiner Brust gelegen und gesagt hatte, Herr, wer ist's, der dich verrät? Als Petrus diesen sah, spricht er zu Jesus, Herr, was wird aber mit diesem? Ist das nicht dein Ding? Die menschliche Natur? Petrus hört das gerade und schaut zu Johannes und fragt, aber was ist mit ihm? Werden sie ihn foltern? Wird er sterben? Was ist mit Johannes? Seht ihr, wie abgelenkt das ist? Seht ihr, wie sehr das dein Herz beherrschen und manipulieren kann? Ich liebe, was Jesus zu Petrus sagte. Jesus spricht zu Petrus, als er das fragte, wenn ich will, dass er bleibt, bis ich komme. Er fordert Petrus und seine Ablenkung heraus. Mit anderen Worten, Petrus, habe ich dich gerade gebeten, mir zu folgen?
Wenn das deine Frage bleibt, dann wirst du mir nicht folgen, denn deine Augen sind auf Johannes gerichtet. Du bist wegen Johannes ganz aufgeregt und fragst dich, ob du nicht ungerecht behandelt wirst. Und das führt dann zu, ich weiß nicht was. Das nächste, was du weißt, ist, dass du mir nicht einmal nachfolgst, weil deine Augen auf etwas anderes gerichtet sind. Wenn ich will, dass er bleibt, was geht es dich an? Leute, das ist eine starke, erstaunliche Aussage, die von einem Gott kommt, der Liebe ist. Ist er vielleicht unhöflich oder voreingenommen und parteiisch? Nein, er sagt, die Berufung ist die Berufung. Versteht und lebt es. Schaut. Wenn ich will, dass er bleibt, bis ich komme, was geht es dich an? Versteht ihr das? Mit anderen Worten, nimm deine Augen von allen anderen und allem, was um dich herum vor sich geht. Du bist in ihm wach geworden und du bist mit ihm in dir wach geworden. Oder? Und du hast eine Aufgabe in deinem Leben. Niemand schuldet dir etwas, du hast ein Schicksal zu erfüllen. Nimm deine Augen von all diesen anderen Dingen. Sag nicht, was ist aber mit dem und dem? Warum ist ihm nie so etwas passiert? Aber er scheint mehr Fehler zu machen als ich und er versteht es nicht einmal. Warum habe ich das Gefühl, dass ich immer fertig gemacht werde? Gott, was ist los? Oder? Aber das ist erstaunlich. Dies ist der Jünger, der das bezeugt und aufgeschrieben hat. Mit anderen Worten, derjenige, der geschrieben hat, ist derjenige, über den wir gerade sprechen. Ich bin's, Johannes. Und wir wissen, dass sein Zeugnis wahr ist. Gut gemacht, Johannes. Es sind noch viele andere Dinge, die Jesus getan hat. Und das liebe ich. Wenn aber eins nach dem anderen aufgeschrieben werden sollte, so würde die Welt die Bücher nicht fassen, die zu schreiben wären. Das sagt mir, dass es eine ganze Menge ist. Danke, Herr. Schaut hier. In Vers 23, wenn er sagt, wenn ich will, dass er bleibt, bis ich komme, was bedeutet für dich, folge mir nach? Schaut. Da kam unter den Brüdern die Rede auf, dieser Jünger stirbt nicht. Seht ihr, was die Leute mit dem machen, was Jesus sagt? Sie sagen, was er nicht gesagt hat. Sie machen das ständig mit Predigern. Sie sagen, was man nicht gesagt hat. Ihr solltet mal einige der E-Mails sehen, die ich bekomme. Es sind nicht viele Hassmails von Leuten. Sie machen sich nicht die Mühe. Und das ist okay. Ich lese meine E-Mails sowieso nicht. Und ich tue es einfach nicht. Es sind so viele, viele E-Mails. Ich habe nicht einmal um all das gebeten, Mann. Jemand hat mich auf YouTube gestellt und... So viele E-Mails. Herr Jesus, so viele. Ich versuche nicht, einen Dienst aufzubauen. Ich versuche nicht, ein Königreich aufzubauen. Ich lebe nur mein Leben in Jesus und Leute bitten mich, zu ihrer Kirche zu kommen. Wir haben ein Bild erstellt, wie ein Dienst sein soll, sein muss, aber ich denke nicht einmal an Dienst. Ich denke nur daran, mein Leben in Christus zu leben. Administration kann ich gar nicht. Soziale Medien liegen mir auch nicht. Ich mache da nicht mit. Es interessiert mich überhaupt nicht. Ich lese diese ganzen E-Mails nicht. Ab und zu schiebt mir die Dame, die sie liest, ein paar rüber, damit ich sie lesen kann. Es ist erstaunlich, da steht dann, ich habe deine Predigt gehört und du hast gesagt, da, 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 und ich so, ich glaube nicht einmal, was du geschrieben hast, was ich gesagt haben soll. Das glaube ich nicht einmal. Ich weiß, dass ich das nicht gesagt habe. Und dann schreiben sie eine ganze Seite mit Widerlegung dessen, was ich nicht gesagt habe. Seht ihr, warum ich mir nicht die Mühe machen sollte, E-Mails zu lesen? Es ist nicht ernst zu nehmen. Manchmal haben die Leute sogar ihr Herz gegen dich. Es wäre egal, was du sagst. Es würde nicht reichen. Deshalb hat Jesus auch nicht vor Pilatus gesprochen. Weil er ihr Herz und ihre Motive bereits kannte. Er wollte ihnen nicht mehr das Recht geben, über ihn zu urteilen. Er blieb einfach still. Er sagte, ihr werdet nicht sprechen, ihr habt nichts zu sagen. Die Pharisäer hämmerten auf ihn ein. Hörst du nicht, was diese Männer bezeugen? Du hast nichts gesagt, um dich zu verteidigen? Sobald du dich verteidigst, gibst du den Leuten das Recht zu beurteilen. Er kennt also bereits ihre Herzen, dass sie verdreht und darauf fixiert sind. Er kann nichts sagen, um das zu ändern. Also lass die Menschen einfach tun, was sie tun. Was hat er im Garten gesagt? Tut, wofür ihr gekommen seid zu tun. Es ist die Stunde der Finsternis. Mit anderen Worten, ich werde es sich einfach entfalten lassen. Ich werde es einfach geschehen lassen.
Deshalb hat er kein Wort gesagt. Deshalb reagiere ich nie auf all dieses. Und ich versuche nicht, die Schuld bei den Kritikern zu finden, denn das wäre auch nicht der Herr. Du lebst einfach dein Leben in Jesus weiter. Vertraust darauf, was Gott durch dein Leben tut und eines Tages, wenn du vor ihm stehst, dann Früchte trägst. Oder? Schaut, da kam unter den Brüdern die Rede auf, dieser Jünger stirbt nicht. Doch Jesus sagte nicht zu ihm, dass er nicht sterben würde. Seht ihr, was Johannes tut? Er sagt, Mann, es gibt eine Menge Leute da draußen, die sagen, Jesus habe etwas gesagt, das er nicht gesagt hat. Er hat nicht gesagt, dass dieser Jünger nicht sterben würde. Er sagte nur, wenn ich will, dass er bleibt, bis ich komme. Was geht es dich an? Folge mir nach. Und die Leute haben es in etwas anderes verwandelt. Seid sehr vorsichtig mit dem, was ihr hört, eurer Unterscheidung, und seid sehr vorsichtig beim Zitieren und bei dem, was ihr predigt. Dass ihr nicht sagt, was nicht gesagt wurde. Ich finde es einfach erstaunlich, dass Jesus eine Aussage macht und das, was weitergetragen wird, nicht einmal das ist, was er gesagt hat. Schaut, was mit Jesus passiert ist. Das ist ernüchternd für mich. Wozu mache ich das alles? Warum sage ich das überhaupt? Damit du dein Herz bewahrst und vorsichtig bist, wie du hörst. Jesus sagte, sei vorsichtig, wie du hörst. Wer Ohren hat, der höre. Ich sage Folgendes. Hat Jesus nur die Wahrheit gepredigt oder war er die Wahrheit? Er ist die Wahrheit. Schaut. 3 Jahre lang hat er zu Menschen gesprochen. 3 Jahre lang sprach er. Ist das fair? Etwa 3 Jahre lang sprach er zu den Menschen nur das, was Gott sagte. War es die ganze Zeit die Wahrheit? War es verdreht? Oder war es die Wahrheit? Sie töteten ihn für das, was er sagte. Menschen, Führer, Herrscher der Synagoge. Die Wahrheit steht vor ihnen und predigt 3 Jahre lang und sie töten ihn für seine Worte. Das ist ernüchternd und beängstigend. Dass Menschen so falsch liegen können und glauben, dass sie Recht hätten und einen Menschen töten, weil sie sich sicher sind, dass er im Unrecht ist. Ist das nicht etwas? Deshalb sagte Jesus, selbst wenn ihr nicht glaubt um meiner Worte willen, glaubt mir um der Werke willen, denn es ist der Vater, der in mir wirkt. Und selbst wenn du Schwierigkeiten mit dem hast, was ich sage, dann sieh dir doch mein Leben an. Wie kannst du leugnen, dass der Vater durch mich wirkt? Seht ihr, wie man sie an ihren Früchten erkennt? Seht ihr, wie dein gelebtes Leben für alle Zeit als Zeugnis für Gott stehen wird? Ihr werdet sie erkennen an ihren... Man sammelt seine Schätze im Himmel, deshalb erhältst du deine Identität nicht durch deinen Dienst, durch deine Predigt, durch deinen Titel, durch deinen Dienst in der Kirche. Du erhältst deine Identität durch die Beziehung zu Christus und wie er dich durch das Blut sieht. Und so wird dich nichts umhauen, egal was andere sagen. Macht das Sinn? Okay, ich versuche nur, euch in einigen Dingen zu ermutigen. Passt also in diesen Dingen auf euer Herz auf. Denn Jesus hat das nie über Johannes gesagt, aber es hat sich herumgesprochen, dass er das gesagt hätte. Und es ist verrückt. Leute sagen, alles im Internet sei wahr und machen dann Witze, als ob es nicht so wäre, aber dann glauben sie alles, was sie lesen. Leute sind auf sozialen Medien unterwegs und glauben, was dort verbreitet wird. Das verändert ihre Seele. Und es ist vielleicht gar nicht wahr, aber weil sie es gelesen haben, haben sie es in ihrer Seele. Und wenn sie dann von dieser Situation hören, sagen sie, oh ja, das ist diese Situation gewesen. Als das Erste, was ihnen dann in den Sinn kommt, ist das Negative. Es wäre besser, wenn du deine Seele beschützt. Da ist eine Menge Zeug im Umlauf. Viel Chaos und Verwirrung. Warum? Gestern Abend haben wir davon gelesen. Egoismus. Wo immer das ist, gibt es Verwirrung in jedem bösen Werk, das existiert. Wir Christen sollten besser geheiligt leben und darauf achten, dass wir nicht egoistisch sind, nicht empfindlich. Dass uns nicht jedes Wort bewegt und erschüttert, das wir hören. Oder? Wir sollten besser ein wenig gefestigter sein als das. Amen? Amen. Schaut mal im 1. Moses. Ich spreche immer wieder davon, dass Egoismus eine wirklich elende Sache ist. Gott schuf den Menschen nicht, um egoistisch zu sein. Gott schuf den Menschen nach seinem Bild, wie wir im 1. Moses sehen. Moses 1, 26, lasst uns Menschen machen, ein Bild, das uns gleich sei. Vers 27 schuf er den Menschen nach seinem Bilde, als sein Abbild, als Mann und Frau. Hört ihr das, ihr Frauen? Ihr seid geschaffener Wert. Das ist eine richtige Stellenbeschreibung, wenn man so will.
Wenn ihr in das Herstellerhandbuch schaut, dort hat die Frau die gleiche Berufung und Aufgabenbeschreibung wie der Mann, um nach dem Bilde Gottes zu wandeln. Ich finde das einfach erstaunlich. Jede Frau kann wie ein Licht leuchten, jede Frau kann Liebe manifestieren, jede Frau kann dem Geist Gottes folgen und in Jesus wandeln und leben wie jedermann auch. Du bist nicht beschränkt auf das Wandeln in Liebe. Du bist nicht darauf beschränkt, sein Bild zu manifestieren. Er schuf beide, Mann und Frau, nach seinem Ebenbild. Ihre eigene Bestimmung. Amen? Amen. Einige Dinge geschahen in der Beziehung zwischen Mann und Frau nach der Sünde. Nachdem Gott wegen der Sünde gesprochen hat, muss man das alles trennen. So kam es zur Einsamkeit. So kam der Schmerz rein. Daher kam die Selbstverteidigung, Selbstrechtfertigung. Adam aß die Frucht des Baumes und das erste Anzeichen von Sünde und Egoismus war, dass er Gott und der Frau die Schuld gab, ohne es direkt anzusprechen. Er stellt eine einfache Frage: Hast du von der Frucht des Baumes gegessen? Woher wusstest du, dass du nackt bist? Habt ihr von der Frucht gegessen, die ich euch verboten hatte? Und er antwortet: Es war die Frau, die hat es mir gegeben, denn sie gab mir zu essen. Das ist eine sehr schwache Antwort. Das ist keine wahrheitsgemäße Antwort, sondern eine kompromittierte Antwort. Und in seiner Antwort ist eine Andeutung. Schau, du hast mir die Frau gegeben und sie hat mir zu essen gegeben. Wenn du mir nicht diese Frau gegeben hättest, würde ich wahrscheinlich noch angezogen hier stehen. In Unschuld. Frau, was hast du getan? Es war der Teufel, der hat mich dazu gebracht. Das hat sie geantwortet. Eine Schlange, sie hat mir zu essen gegeben. Ich wurde getäuscht und ich habe gegessen. Das ist eigentlich eine bessere Antwort als die von Adam. Adams Antwort war erbärmlich. Das war eine Ja-Nein-Frage. Haben wir das nicht unser ganzes Leben lang gemacht? Hey, wer von euch hat das kaputt gemacht? Er war das! Er hat das kaputt gemacht. Nein, er hat es kaputt gemacht. Hast du es kaputt gemacht? Ja, aber das war nicht absichtlich. Er hat mich geschubst. Du kannst nicht einfach sagen, ja, ich habe es kaputt gemacht. Du musst dir einen Grund für Rechtfertigung ausdenken, um dann Schuldzuweisung ausüben zu können. Den Druck rausnehmen, sauber herauskommen. Ich erinnere mich, wie ich es geschafft habe, dass mein Bruder versohlt wurde wegen etwas, das ich kaputt gemacht habe. Mann, ich war so ein guter Lügner. Es war schrecklich. Es war schrecklich. Ich erinnere mich, wie er die Treppe zu meinem Vater hochging und ich dachte, puh, bin ich froh, dass es nicht mein Hintern ist. Mein Vater hat die ganze Zeit getrunken und er hat die Schläge ausgeteilt. Er würde uns die Hose runterziehen. Oh, es war so demütigend. Er würde auf dem Bett sitzen. Zieh deine Hose runter. Aber Papa, runter damit, sofort. Umdrehen. Einmal konnte ich meine Hose nicht aufbekommen, weil ich so nervös war. Ich krieg sie nicht auf. Und er... Das muss ich mir wirklich verdient haben. Aber ich werde nie vergessen, wie mein Bruder die Treppe hochging und schrie, ich kann nicht glauben, dass du mir das antust. Er war das. Wie kannst du mir das antun? Und ich stand da ganz ruhig. Mann, ich kann das nicht glauben, dass er da steht und es auf mich schieben will. Dabei war ich der Schuldige die ganze Zeit. Meine Mutter hat mich dann angeschaut und unter Tränen gesagt, ich hoffe wirklich, dass du nicht lügst. Mom, ich lüge nicht. Ich würde nie zulassen, dass er da oben für mich eine Tracht Prügel bekommt. Er will einfach nicht versohlt werden. Er ist derjenige, der mich ausliefern würde, damit er nicht versohlt wird. Seht ihr? Das ist alles antichristlich. Was hat Jesus getan? Er hat die Prügel auf sich genommen. Jesus wurde für jeden von uns versohlt. Er hat nicht gesagt, aber Vater, die anderen haben Schuld. Warum ich? Ich war ein guter Sohn. Ich war immer ein guter Sohn. Nein, Liebe sagt, weißt du was? Ich werde ihre Prügel auf mich nehmen. Ich nehme den Zorn, ich nehme alles, was sie verdient hätten und nehme es auf mich und lasse sie ungeschoren davonkommen, damit wir neu anfangen und wieder unser Leben in sie legen können. Wir können sie von der Welt heiligen. Wir kleiden sie in Gerechtigkeit und sie können in der Liebe wandeln. Leute, das haben wir verdreht, so im Leben durchkommen. Wir benutzen Gott, um durchzukommen, anstatt Gott zu benutzen, um zu leuchten. Aber mein Bruder ging da hoch und bekam die Prügel. Oh, und ich kann mich nicht mal mehr daran erinnern, dass ich so egoistisch war, dass ich mich darüber gefreut habe, dass es nicht mein Hintern war. Das totale Gegenteil von Jesus. Ich denke, ich weiß nicht, ich war wahrscheinlich um die 20, aber ich wusste zu der Zeit, dass ich meinen Hintern nicht mehr versohlt werden würde. Eines Tages saßen wir alle zusammen und ich sagte, erinnert ihr euch, als ich gelogen habe und du wurdest verprügelt? Ja, ich weiß noch, du musst ihnen die Wahrheit sagen. Und sie, du hast die Lampe kaputt gemacht und ich, mich versohlt ihr nicht mehr.
Seht ihr, ich war so erbärmlich. Überlegt mal, wie schrecklich das ist. Schaut, was hier passiert ist. Das ist erstaunlich. Wir wissen also, dass Gott Adam erzählte, lass uns einfach zu 1. Mose 3 gehen. Da können wir weitermachen. Und die Schlange war listiger als alle Tiere auf dem Felde, die der Herr gemacht hatte, und sprach zu der Frau, ja, sollte Gott tatsächlich gesagt haben, ihr sollt nicht essen von allen Bäumen im Garten? Das Gebot hat Gott ihnen also schon gegeben. Okay. Hier am Ende von 1. Mose 2. Herr, hilf mir. Bitte lass mich verstehen. Am Ende des zweiten Kapitels, Vers 24, darum wird ein Mann seinen Vater und seine Frau verlassen und seiner Frau anhangen und sie werden ein Fleisch. Schaut mal, was hier noch eingeworfen wurde. Und sie waren beide nackt, der Mann und seine Frau, und schämten sich nicht. Also, ich habe viele Prediger sagen hören, sie waren so bedeckt mit Gottes Herrlichkeit, so bekleidet, dass alle wichtigen Stellen bedeckt waren. Nein, sie waren völlig unschuldig. Sie kannten das Böse nicht. Schaut, sie haben sich nicht einmal selbst gesehen. Denn alles, was sie sahen, war er. Das ist phänomenal. Dieser Punkt wurde extra gemacht, um uns wissen zu lassen, dass sie nackt waren und sich nicht schämten. Ich war in einer Methodistenkirche, sie baten mich herzukommen. Ich war bei weitem die jüngste Person dort. Jeder von ihnen hätte meine Eltern oder Großeltern sein können. Und ich hatte so viel Spaß damit. Ich sagte, wenn jetzt alle eure Kleider einfach weg wären, würden wir herausfinden, wie verloren unsere Unschuld ist. Ihr würdet euch die Hymnen und die Bibeln schnappen. Und die alle, oh, was redet der da? Darf er überhaupt so in der Kirche reden? Es war urkomisch. Wir haben uns gut verstanden. Es war alles gut, aber ich habe sie ein bisschen geschockt. Ich habe darüber gesprochen, wie die Unschuld durch die Sünde verloren ging und die Erkenntnis des Bösen in die Seelen der Menschen kam. Es gab kein Wissen über das Böse, nur Wissen von Gott. Und Gott ist gut. Sie waren nackt und schämten sich nicht. Warum? Weil sie sich selbst nicht getrennt von ihm sahen. Sie haben sich selbst nicht gesehen, überhaupt nicht. Sie waren unschuldig und rein und heilig in Gott. Das ist ein erstaunliches Bild. Das sagt uns, dass es keine Lust gibt, kein Bedürfnis. Totale Erfüllung und vollkommene Schönheit in dem Herrn. Ist das nicht etwas? Der Teufel taucht also auf. Ihr müsst verstehen, die Schlange war listiger als die anderen. Und er sagte zu der Frau, schaut euch das an. Das ist unser erster Beweis, dass dies das einzige Mal war, dass Eva eine andere Stimme außerhalb von Gott gehört hat. Sie hatte nur Gottes Stimme gehört, stimmt das? Laut der Schrift. Und nun sprach die Schlange und nun musste sie sich mit einer anderen Stimme auseinandersetzen. Seht ihr, woher analytisches Denken kommt? Woher menschliche Vernunft kommt? Menschen, die dazu verleitet werden, zu viel zu denken, sagen schon fast mit Stolz, ich bin halt ein Denker. Oder ich bin ein sehr analytischer Mensch, ich muss Dinge verarbeiten. Könnte aber sein, dass du dir selbst großen Schaden zufügst, du könntest auf eine andere Stimme hören. Ihr habt die Stimme des Herrn. Warum müsst ihr die Stimme des Herrn analysieren? Wenn Gott sagt, ich liebe dich, warum musst du überlegen, um einen Grund zu finden, warum er es vielleicht nicht tut? Seht ihr, das ist kein Geschenk. Gott hat dir nie die Gabe gegeben, dich aus ihm herauszureden. Das kam von der Schlange. Selbst wenn man sagt, was Gott gesagt hat, aber eine kleine Veränderung hinzufügt. Satan zitiert die ganze Zeit die Schrift. Sogar Jesus in der Wildernis hat er die Schrift zitiert. Tatsächlich kennt er die Heilige Schrift wahrscheinlich besser als die meisten Christen. Und dann benutzt er einen starken Punkt, spielt damit, er benutzt die Schrift und verdreht es. Er war gerissen.
Und er sagte, ja, sollte Gott gesagt haben, ihr sollt nicht essen von allen Bäumen im Garten? Da sprach die Frau zu der Schlange, wir essen von den Früchten der Bäume im Garten, aber von den Früchten des Baumes mitten im Garten hat Gott gesagt, essen nicht davon, rühret sie auch nicht an, dass ihr nicht sterbet. Ich weiß, er hat gesagt, du brauchst es nicht. Ich kann mich nicht erinnern, ob er gesagt hat, ihn nicht anfassen zu dürfen, aber offensichtlich hatte sie eine Offenbarung. Halte dich einfach vom Baum fern. Dann sagte die Schlange zu der Frau, das ist dann die andere Stimme, oh, du wirst nicht sterben, du wirst sicherlich nicht sterben. Er stellt sich dar, als wenn er Gott kennt, seine Absichten, sein Herz, fast so, als ob er Gott verstanden hätte und es jetzt darlegt. Wer hatte das schon mal in seinen Gedanken? Du fängst an, Gott zu interpretieren und wie er über dich fühlen muss und dass er einfach dies und das weiß und weil du jenes getan hast und das hat dann meistens einen verurteilenden oder hoffnungslosen Klang. Wer hat das schon in seiner Seele erlebt, wo plötzlich dieses Ding anfängt zu sprechen und es ist nicht sehr ermutigend und auf einmal entstehen Sorgen und man denkt, es könnte wahr sein und jetzt gibt es weniger Leben als vorher. Wenn ihr seht, was dieses Ding produziert, dann sollte es zu erkennen geben, woher es kommt. Wenn Jesus kam, um euch Leben zu geben, überfließend, dann spricht er von Dingen, die Leben hervorbringen. Also auch wenn er etwas korrigiert, gibt es immer eine starke Antwort. Auch wenn er eine Anpassung bringt, gibt es immer eine größere Öffnung, um zu reisen. Seht ihr, was ich meine? Wenn also das, was du denkst und was du glaubst, kein Leben hervorbringt, dann kann es nicht vom Herrn sein. Das ist ein guter Barometer, Leute. Wenn deine Gedanken an etwas hängen bleiben und es dich abschwächt, dich besorgt, dich verängstigt, deprimiert, entmutigt oder auf dich selbst fokussiert, kann es nicht vom Herrn sein, kann es nicht an der Wahrheit hängen. Denn man erkennt Dinge an ihren Früchten. Und alles versucht, sich zu vermehren nach seiner eigenen Art und alles versucht, Kinder zu haben. Jeder Same nach seiner eigenen Art. Der Feind ist also gerissen. Und er sagt, okay, ich werde sie dazu bringen, diesen Gedanken zu glauben. Dieser Gedanke wird zu einer Festung und einem Glauben. Und jetzt wird es zu einem fruchtbaren Baum. Dabei war es die ganze Zeit auf eine Lüge gebaut, auf falschem Boden. Das ist es, was man hier sieht. Sondern Gott weiß, an dem Tag, da ihr davon esst, werden eure Augen aufgetan und ihr werdet sein wie Gott. Sie waren bereits in seinem Bild erschaffen und alles, was sie kannten, war er und die guten Seiten. Bei Gott gibt es keine bösen Seiten. Was ich meine ist, sie hatten kein Wissen über das Böse. Alles, was sie kannten, war das Gute. Das ist unglaublich. Deshalb sagt Römer in der Kirche des Neuen Testaments, seid weise zum Guten, doch einfältig zum Bösen. Oder? Oder in dieser Reihenfolge, einfältig zum Bösen und weise zum Guten. Es werden eure Augen aufgetan. Ihr werdet wissen, was gut und böse ist. Sie wurde nicht erschaffen, um Böse zu kennen, sondern dazu, Gott zu kennen. Als die Frau also sah, dass der Baum zu essen wäre und dass er eine Lust für die Augen wäre und verlockend, weil er klug macht. Also hörte sie darauf, was er sagte, schaute auf den Baum, sagte hm und wurde getäuscht, denn alles, was sie am Baum sah, schien angenehm und wünschenswert. Pass mal auf. Da steht nur, dass Adam mit ihr im Garten war. Da steht nicht, dass er die Stimme der Schlange hörte. Ich glaube nicht, dass er sie gehört hat. Ich persönlich glaube, dass er die Stimme von Eva gehört hat. Denn Gott hat gesagt, weil du auf die Stimme deiner Frau statt auf meine gehört hast, ist das über dich gekommen. Hört ihr mich? Ich glaube nicht, dass Adam der Schlange zugehört hat. Ich glaube, sie hatte ihre eigene Unterhaltung mit der Schlange. Denn schaut mal. Und sie gab ihrem Mann, der bei ihr war. Alle sagen, er war ja auch da. Nein, er war im Garten. Schaut, Gott sagte, weil du auf die Stimme deiner Frau statt meiner gehört hast, was ist passiert? Diese fremde Stimme kam, der wir nicht folgen sollen. Aber sie klang vernünftig und schlau. Und sie schien Gott zu kennen und einige Dinge zu verstehen. Und plötzlich waren ihre Augen auf dem Verbotenen und es sah aus, als ob es erlaubt wäre. Sie wurde getäuscht und sie aß. Was hat sie mit ihrem Mann gemacht? Hey, schau mal! Es scheint, dass sie ihm gesagt hat, was sie gehört hat. Schau, es ist nichts wirklich falsch an diesem Baum. Gott weiß einfach, dass, wenn wir davon essen, sich unsere Augen öffnen und wir wie er sein werden.
Was ist passiert? Satan hat nach seiner Art reproduziert. Er nahm seine Botschaft und legte es in sie hinein. Sie handelte danach, gab es ihrem Ehemann, er hat daraufhin gehandelt. Puh, getrennt von Gott. Seht ihr, was passiert ist? Es ist absolut erstaunlich. Ich habe es über die Jahre hinweg erzählt, wo sie eine Stimme wurde für die Lüge. Habt ihr das schon bei Leuten passieren gesehen? Ja. Und jetzt kommt das Tragischste. Außer, dass Gott kam und er gut ist. Aber wenn du siehst, was die Sünde anrichtet, die Auswirkung der Sünde. Es macht mein Herz traurig, wenn Menschen die Sünde einfach am Leben halten wollen. Ja, aber Bruder, wir sündigen immer. Ja, aber wir werden immer sündigen. Aber das ist nicht das Thema. Das Thema ist Rechtschaffenheit, gerechtfertigt, rein. Du bist rein wegen dem gesprochenen Wort. Warum? Bekämpfen wir, was das Evangelium vollbracht hat. Zieh dir das Gewand der Gerechtigkeit an, trag es und sieh gut darin aus und hör auf, es zu bekämpfen. Seht ihr? Schaut, es ist erstaunlich, was Sünde getan hat. Er aß, dann waren die Augen der beiden, was? Oh meine Güte, geöffnet. Und sie erkannten, dass sie nackt waren. Das war also keine gute Sache, denn in Vers 25 waren sie beide nackt und sie hatten keinen Schimmer. Was ist wegen der Sünde geschehen? Zum ersten Mal sahen sie sich selbst. Und sie sahen sich selbst getrennt von Gott. Und es ist ein Mangel an Unschuld. Du bist nackt und du schämst dich. Das wird Sündenbewusstsein genannt. Es wird fleischlich gesinnt genannt. Wisst ihr, was das bewirkt? Man läuft von seiner einzigen Hilfe davon, die Liebe Gottes. So, Gott kommt in den Garten. Es muss ein normaler Tag gewesen sein. Muss etwas gewesen sein, das sie gewohnt waren, denn sie kannten das Geräusch. Und sie wussten, dass er kommt, um Gemeinschaft zu haben. Und was haben sie getan? Zum ersten Mal rannten sie und versteckten sich, anstatt zu rennen und zu begrüßen. Und auf einmal hatten sie Angst vor dem Einzigen, der liebt. Seht ihr die Parallelen von Sünde und Selbstbewusstsein? Sie sahen sich selbst in einem anderen Licht. Gott stellte Adam eine Frage. Hey, hast du vom Baum gegessen, den ich dir verboten habe? Das ist die Frau, die du mir gegeben hast. Sie gab mir zu essen. Seht ihr die Parallelen von allem, was da passiert ist? Er gibt jedem von ihnen einige Worte mit auf den Weg, dem Teufel, der Frau und Adam. In Vers 20 nannte Adam seine Frau Eva, denn sie wurde die Mutter aller, die da leben. Und auch für Adam und für seine Frau. Schaut mal. Oh, das muss man einfach lieben. Der Herr, überseht dieses Zeug nicht in eurer Bibel, der Herr machte Röcke von Fellen und er zog sie ihnen an. Was geschah da? Sie hörten das Geräusch vom Kommen des Herrn. Sie hatten sich Feigenblätter gemacht, um ihre Blöße zu bedecken. Wer von euch weiß, dass man seine Blöße nicht bedecken kann, dass die Nacktheit sogar eine Sache der Seele ist? Du könntest Feigenblätter tragen und trotzdem noch nackt sein. Weil du dich selbst siehst, getrennt von Gott, bist du entblößt. Die Feigenblätter gaben ihnen nicht das Vertrauen, das Geräusch von Gottes Kommen ertragen zu können. Versteht ihr? Du kannst deine eigene Sünde nicht bedecken, denn deine Seele ist sich deren bewusst. Man kann sich nirgendwo verstecken, aber sie versuchten es. Seht ihr den Fluch der Sünde und das Bewusstsein der Sünde? Was macht also Gott? Er kommt und verspricht, dass ein Samen durch die Frau kommen wird, der die Saat zermalmen wird, die gerade im Garten sprost. Im Leben der Menschen. Dass er kommen und den Kopf der Schlange zertreten wird. Und das Einzige, was die Schlange tun wird, ist, die Ferse verletzen und das ist eigentlich die Prügel, die Jesus am Kreuz auf sich genommen hat. Du wirst nur seinen Körper verletzen können. Er wird deinen Kopf zertreten und die ganze Autorität zurückholen. Ja, das ist, was passiert ist. Und dann nimmt Gott die Feigenblätter ab, mit denen sie versucht haben, ihre eigene Sünde zu bedecken. Ihr eigener Versuch, ihre Sünde zu verdecken, das nimmt er ab. Und mit seinen eigenen Händen, diese Felle musste er selber machen, er zieht ihnen Tierhäute an. Warum? Wenn man jeden Tag aufwacht und Feigenblätter anhat, was ist dir dann bewusst? Was ist das Einzige, woran du denken kannst? Es ist der Tag, an dem du gesündigt hast, an dem du vermasselt hast, der Tag, an dem sich alles verändert hat.
Wenn wir nur zurückgehen könnten und sehen, wie es war. Ich weiß, wie das in Familien passiert. Plötzlich sitzen sie da im Niedergang des Sündenfalls. Sie sitzen da getrennt von der Herrlichkeit, die sie hatten. Sie können nicht einmal mehr in den Garten zurückgehen. Als nächstes wachst du auf und bist an einem elenden Ort, schaust deine Frau an und sagst, warum musstest du auf diese dumme Schlange hören? Du hast auf mich gehört, du hättest nicht essen müssen. Wie du mir, so ich dir. Er hat gesagt, sie hat gesagt, das war deine Schuld, nein, deine Schuld. So werden Beziehungen zerstört, weil die Saat Egoismus war. Lass dich nicht täuschen. Die wahre Voraussetzung, um Jesus anzunehmen, ist nicht das Gebet, um in den Himmel zu kommen, sondern dich selbst zu verleugnen, dein Kreuz aufzunehmen und Jesus zu folgen. Das ist wiedergeboren. Verleugne dich selbst, nimm dein Kreuz auf dich und folge Jesus. Nicht in dein Herz bitten, gib ihm dein Leben und verleugne dich selbst. Jesus hat nie gepredigt, was wir bei unseren Altaraufrufen predigen. Er hat nicht gepredigt, was wir in dieser Richtung schreiben. Wir stellen in den Vordergrund, was wir bekommen können, anstatt was wir werden können. Damit tun wir Menschen Unrecht und dienen ihnen nicht. Wir stellen in den Vordergrund, einen Nutzen vom Herrn zu bekommen, anstatt neues Leben durch Jesus Christus. Wir betonen also, dass unsere Sünden vergeben sind, aber wir werden immer noch sündigen, aber sie sind ja vergeben und eines Tages werden wir in den Himmel gehen. Unsere Sünden sind vergeben, aber denke dran, wir sündigen trotzdem noch und eines Tages werden wir in den Himmel kommen. Also hast du mich stehen gelassen als ein hoffentlich vergebener Sünder, aber das Leben ist dasselbe. Gleiche Einstellung, gleiche Motive, immer noch sauer auf meine Frau, immer noch ungelöste Konflikte, wünsche mir immer noch, ich könnte etwas Vernunft in meinen Jungen prügeln, ich mag meinen Chef überhaupt nicht und ich wünschte, ich hätte einen neuen Job, das Leben ist hart, aber Mann, eines Tages werden wir hier rauskommen und preist den Herrn, Halleluja. Kommt schon! Solch eine Lüge. Ich knurre nicht die Leute an. Das nervt mich einfach. Das ist so eine Lüge. Und das glauben wir. Irgendwie predigen wir dieses Zeug mit Zuversicht. Was macht er? Zieht ihnen Tierfelle an. Jeder Prediger predigt das und sie haben recht, sie haben recht. Jeder Prediger predigt den Blutbund, dass die Tiere Blut vergießen mussten, um ihre Felle abzugeben. Es ist wahr. Sünde kostet Leben und Leben ist im Blut. Und es benötigt Leben, um das Leben zu erlösen. Also starben diese kleinen Tiere für die Sünden von Adam und Eva. Man kann den Blutbund predigen. Man kann tatsächlich das Vergießen von Blut predigen. Aber es geht viel tiefer. Es geht um Gerechtigkeit. Um Gottes Sicht auf uns in unsere Bestimmung und Potenzial und geschaffenem Wert. Darum, dass Gott sie bekleidet hat, nicht sie sich selbst. Wenn sie sich selbst bekleiden, sind sie sich nur ihrer Schuld bewusst. Wenn Gott sie bekleidet, sind sie sich seines Versprechens bewusst. Jetzt wachen sie jeden Tag auf und tragen etwas anderes, das er ihnen angezogen hat. Es ist tatsächlich symbolisch. Es weist auf heute hin. Es weist auf die Gewänder der Gerechtigkeit hin, die wir alle tragen sollen, die er mit seinem eigenen Körper gemacht hat, seinen eigenen Händen. Er hat sie ausgestreckt und machte uns Gewänder. Und er nahm uns die Feigenblätter ab, unser Verstecken, unser Verleugnen, unsere Täuschung. Und er bekleidete uns mit dem, was er gemacht hat. Gerechtigkeit. Hört ihr mich? Bitte, ihr müsst es tragen. Es ist das Einzige, in dem du am besten aussiehst. Wirklich, so seht ihr am besten aus. Komm schon, du versuchst, das perfekte Outfit zu finden. Du hast es schon an. Was spielt es für eine Rolle, wenn du das perfekte Outfit für das Fleisch findest und du darin fantastisch aussiehst, aber du lebst nicht fantastisch? Dein Herz ist nicht zufrieden in Gott und du hast keinen Frieden mit Gott. Du bist nicht im Frieden mit dir selbst und bist mit anderen im Streit. Was spielt es für eine Rolle, wenn du toll aussiehst, aber nicht toll lebst? Bitte zieht euch heute das Gewand an. Er hat sie mit seinen eigenen Händen gemacht. Sie haben deinen Namen auf der Innennaht. Es ist dein Gewand. Es passt dir. Er hat sie ausgezogen, deine Sündenkleidung, und hat dich angekleidet. Lasst uns Römer 6 anschauen. Damit werden wir schließen. Römer 6, meine Güte, ist unverzichtbar. Unverzichtbar für dich und mich, es zu leben und zu verstehen. Und bitte,
Glaub nicht einfach all die Römer 7 Predigten da draußen. Wenn du nicht 5, 6 und 8 gelesen hast und es glaubst. Es ist für mich unbegreiflich, wie jemand selbstbewusst dastehen kann und Römer 7 predigen kann und das sagen, was sie über Römer 7 sagen, obwohl sie 5, 6 und 8 gelesen haben. Das ist einfach jenseits meines Verständnisses, dass es überhaupt zur Debatte steht. Es ist so klar und deutlich. Er beginnt sogar Römer 7 so. Ich rede zu denen, die das Gesetz kennen. Wenn aber der Mann nicht gestorben ist, so kann sie sich nicht einem anderen hingeben. Er lehrt da tatsächlich, dass das Gesetz durch Christus gestorben ist und wir uns nun Christus hingeben und wir nicht mehr in dem Zustand sind, in dem wir waren. Und er spricht davon, befreit zu sein. Und dann spricht er in Römer 8 über Leben im Geist. Wenn Paulus also in Römer 7 über sich selbst spricht, dann kann er unmöglich 6 und 8 schreiben. Er schreibt also 6 und 8 und sagt, ich bin frei von Sünde, ich gebe mich ihr nicht hin, ich gebe mich der Gerechtigkeit hin und dann in Römer 7, aber hey Leute, die Dinge, die ich tun will, tue ich nie und die Dinge, die ich nicht tun will, tue ich immer. Hey, betet für mich. Und dann geht er zu Römer 8 und spricht vom Leben im Geist. Kommt schon. Schaut euch Römer 6 an. Das müsst ihr sehen. Macht ihr da oben auch Bibelstellen hin? Oder habt ihr einfach nur den Mann Gottes da oben? Ich weiß nicht, ob ihr am Samstagmorgen jemanden dafür habt, aber wenn nicht, ist das okay. Wenn es geht, dass ihr dort oben Römer 6 anzeigen lassen könnt. Mit der New King James Version verlange ich viel, daraus lese ich. Aber wenn nicht, ist das in Ordnung. Wir werden es lesen. Wenn du eine Bibel hast, bitte schlag es auf. Ich möchte, dass ihr das seht. Manchmal ist es schön, es an der Wand zu lesen und es einfach zusammen zu lesen und zu erkennen, dass es da ist, was die Bibel sagt. Also, lasst mich hier mit Römer 5 enden. Vers 19. Denn gleich wie durch den Ungehorsam des einen Menschen die vielen zu Sündern gemacht worden sind, das ist das Ende von Römer 5. Denn gleich wie durch den Ungehorsam des einen Menschen die vielen zu Sündern gemacht worden sind, so werden auch durch den Gehorsam des einen die vielen zu Gerechten gemacht. Das Gesetz aber ist daneben hereingekommen, damit das Maß der Übertretung voll würde. Paulus redet davon. Damit, wie die Sünde geherrscht hat im Tod, so auch die Gnade herrsche durch Gerechtigkeit zu ewigem Leben durch Jesus Christus, unserem Herrn. Oh, genau darüber sagt er, wo aber das Maß der Sünde voll geworden ist, da ist die Gnade überströmend geworden. Richtig? Wo aber das Maß der Sünde voll geworden ist, da ist die Gnade überströmend geworden. Damit, wie die Sünde geherrscht hat im Tod, so auch die Gnade herrsche durch Gerechtigkeit. Dann sagt Paulus, was wollen wir nun sagen? Sollen wir in der Sünde verharren, damit das Maß der Gnade voll werde? Wenn du eine Bibel hast oder eine Bibel-Handy-App, ich werde nicht davon ausgehen, dass du SMS schreibst oder E-Mails checkst. Mach die App auf, besorg dir eine Bibel. Es ist wirklich wichtig, dass du siehst, dass das, was ich sage, in deiner Bibel steht. Sollen wir in der Sünde verharren, damit das Maß der Gnade voll werde? Fragezeichen. Das sei ferne. Ausrufezeichen. Schaut. Wie sollten wir, die wir der Sünde gestorben sind, das schreibt Paulus, das ist deine Bibel, nicht meine Predigt. Wie sollten wir, die wir der Sünde gestorben sind, noch in ihr leben? Du gehst dein ganzes Leben in die Kirche und der Pastor erwähnt diese Schriftstelle kein einziges Mal. Aber sagt ihr, dass wir heute alle gesündigt haben und danke Gott für die Güte, wir haben alle die ganze Woche gesündigt. Sündenbekenntnisse kommen tatsächlich an die Wand, so starten sie den Gottesdienst. Paulus macht eine Bemerkung, dass wo Sünde herrscht, die Gnade größer als die Sünde ist. Nicht um zur Sünde genötigt zu sein, sondern sie zu überwinden, sie zu vernichten, oder? Er sagt also, was sollen wir dann tun, wenn die Gnade wegen der Sünde im Überfluss vorhanden ist? Sollen wir einfach weitermachen und sündigen, damit die Gnade größer wird, sodass sie weiterhin reichlich vorhanden ist? Natürlich nicht. Leute, wir predigen das nicht in den Altar aufrufen. Wir predigen das nicht bei der Übergabe. Wir sagen den Leuten nicht, dass sie von sich selbst beherrscht sind und daher loslassen müssen, weil jede Sünde, die der Mensch je getan hat, aus Egoismus kam. Es gibt keine Sünde, die nicht Egoismus als Quelle hat. Es gibt nicht einen Menschen, der jemals zornig war, der sich nicht an Egoismus schuldig gemacht hat. Deshalb ist er wütend bis hin zur Sünde.
Er wird andere verurteilen, er wird über das Schicksal eines anderen urteilen. Deshalb ist Hass Mord. Man sieht den Menschen als das, was er ist, nicht das, wozu er geschaffen wurde. Also schneidest du sein Schicksal in deinem Herzen ab. Und alles, was du siehst, ist, was mit ihm nicht stimmt. Und das liegt außerhalb von Gottes Liebe. Alles, was Gott an uns gesehen hat, ist das, wofür wir geschaffen wurden und was unser Potenzial ist und was möglich ist. Und er hat uns unsere Übertretung nicht vorgehalten. Und er fleht um unsere Versöhnung mit ihm durch Christus. Macht das Sinn? Wie können wir also der Sünde gestorben sein? Wie sterben wir der Sünde? Und leben nicht mehr in ihr. Das ist es, was Paulus sagt. Schaut, wir hören, ja, aber Bruder, wir werden immer sündigen. Wir sind gehirngewaschen und so trainiert, dass wir denken, es sei Demut, mit der Fähigkeit zu versagen, zu prahlen, dass wir nicht einmal mehr die Heilige Schrift hören können, wenn wir nicht vorsichtig sind. Wie sollten wir, die wir der Sünde gestorben sind, wir können das nicht einmal predigen, weil wir das nicht glauben. Und wenn das jemand predigt, ist er ein Ketzer. Dann ist die Bibel ein Ketzerbuch. Du sollst der Identität der Sünde sterben, dem Makel der Sünde, der Erinnerung der Sünde, dem Verlangen, der Lust und dem Zwang der Sünde. Du sollst dich trennen und aus ihrer Mitte herauskommen und erkennen, dass das nicht der Herr ist. Es ist nicht meine Berufung, nicht mein Leben. Kommt schon. Wenn Menschen wiedergeboren werden, sprechen wir das nicht an. Wir hören mit der Vergebung der Sünden auf. Nicht mit dem Leben in Christus und dem Leben in Gerechtigkeit. Wenn Paulus sagt, denn wir sind der Sünde gestorben, wie sollen wir weiter darin leben? Dann sagen die Leute, was willst du damit sagen? Wir werden immer sündigen, Bruder, und wir können nicht einmal die Wahrheit hören, die dafür da ist, uns frei zu machen. Wenn also jemand predigt, was ich heute Morgen predige, dann kommt die Gehirnwäsche zum Tragen. Es ist eine Festung. Da ist der Feind, der das Werk der Gerechtigkeit unterdrückt. Damit du niemals das Gewand trägst, das für dich gemacht wurde. Du gehst also in die Kirche, hast einen Dienst, aber wenn es wirklich darauf ankommt, trägst du immer noch Feigenblätter. Ich sollte mit Vertrauen zu ihm kommen, mit Kühnheit. Komm mutig, nicht arrogant, nicht anmaßend, sondern mutig. Warum mutig? Weil ich sein Wesen sehe, seine Liebe, durch den Christus, der gekreuzigt und auferweckt wurde und auffuhr und nun zur rechten Hand des allmächtigen Gottes sitzt. Ich habe einen hohen Priester, das ist Jesus Christus. Deshalb komm mutig und empfange Gnade und Hilfe in Zeiten der Not. Warum? Weil ich dorthin gehöre. Die Tür ist offen. Er ist nicht zu beschäftigt. Er liebt mich. Er sieht mich nicht für das, was ich gewesen bin. Er sieht mich nicht dafür, was ich nicht war. Er sieht mich durch das, wo sein Sohn gewesen ist. Was bewirkt das? Das legt Integrität in mich hinein, baut Charakter in mir, erschafft ein Wollen in mir. Plötzlich liebe ich ihn und sehe, dass er gut ist, und das bringt mich dazu, mich zu ändern. Und was tut die Gnade? Ermächtigt meinen Glauben und beginnt mir zu helfen, das zu leben, was ich dachte, nie leben zu können und nicht einmal davon geträumt habe, leben zu können. Und wenn du dann sagst, wie sollten wir, die wir der Sünde gestorben sind, noch in ihr leben? Naja, Bruder, niemand ist perfekt, jeder sündigt. Willst du sagen, dass du nie sündigst? Wenn du sagst, du hast keine Sünde, dann betrügst du dich selbst und die Wahrheit ist nicht einmal in dir. Als Johannes das in 1. Johannes zitiert, sagt er nicht, dass wir die ganze Zeit und jeden Tag sündigen, sondern er spricht über das Blut Jesu, das uns reinigt. Wenn ihr sagt, ihr habt keine Sünde, damit meint er, wenn ihr sagt, ihr habt das Blut nicht nötig. Wenn du sagst, du brauchst das Blut Jesu nicht, dass du perfekt bist und nicht sündigst, nein, alle haben gesündigt und alle haben die Herrlichkeit Gottes verfehlt. Wir alle brauchen das Blut Jesu. Also wenn du sagst, du hast nicht gesündigt und brauchst das Blut nicht, bist du getäuscht und da ist keine Wahrheit in dir. Das ist alles, was er sagt. Und dann sagt er, aber wenn du deine Sünde bekennst, ist er treu und gerecht, dir zu vergeben und dich von aller Ungerechtigkeit zu reinigen. In 1. Johannes sagt er in 2 Versen, dass euch alle Sünde vergeben ist und dass du von aller Ungerechtigkeit gereinigt bist. Ich weiß nicht, wie das bei euch ist, aber von allen Sünden vergeben und von aller Ungerechtigkeit gereinigt klingt, als ob mich das reinmacht. Das klingt, als ob, wenn nur noch Gerechtigkeit übrig bleiben würde. Wow, jetzt trage ich das Gewand. Und dann schreibt er, wenn du sagst, du hast nicht gesündigt, er erklärt das. Wenn du sagst, du hast nicht gesündigt, betrügst du dich selbst. Und die Wahrheit ist nicht in dir. Und dann sagt er in Kapitel 2, Vers 1, meine Kinder, dies schreibe ich euch, damit ihr nicht sündigt.
Das ist Johannes, nicht Paulus, sondern Johannes. Er hat es auch verstanden. Und wir bekämpfen diese Typen mit Zähnen und Klauen und jeder Prediger, der zu glauben versucht, was sie lesen. Das beunruhigt mich. Ich sage euch auch warum. Ich werde den Kopf dafür hinhalten. Das ist in Ordnung. Folgendes beunruhigt mich. Menschen können nur über das schreiben, was sie leben und erleben. Und sündenbewusste Menschen attackieren eine rechtschaffene Botschaft. Und Menschen, die sich ihrer Sünde bewusst sind, haben Geheimnisse und sie leben nicht rein. Ich habe eine Kirche besucht und dort gepredigt, so wie hier. Pastor Matt hat mich vom Flughafen abgeholt, fuhr mich nach Hause. Wir haben Zeit miteinander verbracht und kamen gestern Abend hierher. Dieselbe Geschichte mit diesem Pastor. Er hat mich abgeholt, wir fuhren zu seinem Haus, wir gingen in den Gottesdienst und ich gab Gas. Dann stiegen wir wieder in das Auto und er sagte, hey, ich möchte gern etwas ansprechen. Du musst wirklich vorsichtig sein mit etwas, das du sehr direkt predigst. Ich sagte, ja, erzähl. Er sagte, nur diese ganze Sache mit keine Geheimnisse und ein reines Gewissen zu haben, das klingt so, als ob du perfekt wärst, aber jeder hat Leichen im Keller. Jeder hat sein Zeug, Bruder. Und ich sagte, ist das dein Ernst? Jeder hat sein Zeug? Du bist ein Pastor, du wirst nächsten Sonntag predigen, nachdem ich wieder gegangen bin. Was ist dein Zeug? Du sagst das nur, weil du dein eigenes Zeug hast. Wenn du kein Zeug hättest, würdest du das nicht sagen. Also, wie kann ich dir helfen und wie kann ich dich lieben? Denn sieh mir in die Augen, mein Freund, ich habe kein Zeug. Er brach zusammen und wir gingen zu ihm nach Hause und weinten. Wir saßen auf seinem Bett, ich diente ihm und wir sprachen eine lange Zeit. Er hatte eine Festung aus Irrglauben. Er war darauf trainiert zu glauben, dass niemand perfekt ist. Wir sündigen alle, wir werden immer sündigen. Wie ein Mensch also denkt, ein Same bringt hervor nach seiner eigenen. Wenn die Wurzeln schlecht sind, dann ist die Frucht auch. Also mach einen Baum, dann ist die Frucht auch. Ratet mal, was wir gemacht haben, als wir auf der Kante seines Bettes saßen. Den Baum gut gemacht. Juhu! Das hat nichts mit Willenskraft zu tun. Es geht nicht wirklich um Disziplin. Es ist zu glauben wie die Kinder und einfach dem Evangelium zu vertrauen und sich selbst anders zu sehen durch ihn. Ja, er sagte, du solltest besser vorsichtig sein, denn jeder hat sein Zeug. Das sagte mir, dass er sein Zeug hat. Und dieser Spruch hält ihn tatsächlich an diesem Ort fest und verteidigt sein Zeug, ohne zu merken, was er tut. Was er damit sagt ist, weil das meine Realität ist, ist es Realität. Aber das lese ich nicht bei Paulus und auch nicht bei Johannes. 1. Johannes 2 sagt, meine Kinder, dies schreibe ich euch, damit ihr nicht sündigt. Schaut, er sagt nicht, sobald ihr es tut, sondern falls ihr es tut. Aber falls ihr es tut, so haben wir einen Fürsprecher, Jesus, der Gerechte. Und sein gerechtes Plädoyer ist eine Versöhnung und oder Barmherzigkeit für deine Sünden. Mit anderen Worten, lauf zu ihm, lauf nicht weg, zieh dir keine Feigenblätter an, bleib bekleidet. Ich gehe also durch mein Leben. Ich habe mich der Sünde für tot erklärt. Ich lebe für Christus. Ich gehe durch das Leben und plötzlich stolpere ich in etwas hinein. Ein Gedanke, eine kleine Tat, eine Reaktion auf etwas, alte Gewohnheiten. Und du denkst, wow, woher kommt das? Schau, wenn du in Christus lebst und man sich Christus bewusst bleibt, dann ist dir alles bewusst, was nicht Christus ist. Und es führt dich tatsächlich zu ihm. Warum? Wie der Mensch denkt, so ist er. Du bist sein Sohn, du lebst Sohnschaft. Wenn du also unterwegs stolperst, dann sagst du, wow, wow, und schau, wie das dann aussieht. Oh, meine Güte, Herr, das war so gar nicht, wer du in mir bist, und dazu wurde ich nicht erschaffen. Meine Güte, so etwas wollte ich nie in meinem Leben haben. Ich bin mir nicht einmal sicher, woher das kam. Gott, ich danke dir für das Licht und die Wahrheit, die in mir arbeitet, enthüllt und diese Dinge aufdeckt. Danke, jetzt bin ich weiser, scharfsinniger und klüger wegen der Arbeit deines Geistes. Gott, arbeite weiter in mir. Danke für deine Liebe. Ich weiß deine Barmherzigkeit und deine Vergebung zu schätzen. Danke. Und so lebst du weiter, Christus. Du hast keinen Weg gefunden, zu sündigen und damit davonzukommen. Du hast einen Weg gefunden, frei zu sein. Versteht ihr? Ich glaube nicht, dass wir das den Leuten beibringen. Im Großen und Ganzen. Ich meine nicht diesen Pastor. Schaut, wie sollten wir, die wir der Sünde gestorben sind, noch in ihr Leben. Ich glaube nicht, dass bei Altaraufrufen den Leuten erklärt wird, dass sie der Sünde gestorben sind.
Ich denke, die Wassertaufe ist nur ein Zeichen, dass man reingewaschen und vergeben ist. Nicht, dass man der Sünde stirbt. Das bedeutet nämlich, dass sich deine Identität ändert. Das bedeutet, dass sich dein Ziel und deine Beweggründe ändern. Das bedeutet, dass etwas in dir anders ist. Versteht ihr? Passt auf, es wird besser. Ich fange gerade erst an. Das ist wie, aha. Er sagt, oder wisst ihr nicht? Naja, viele von uns wissen es wahrscheinlich nicht. Kommt schon, er würde die Frage sonst nicht stellen. Er sagt, oder wisst ihr nicht, dass wir alle, die wir in Christus Jesus hineingetauft sind, in seinen Tod getauft sind? Er erklärt jetzt noch nicht, was das heißt, aber das kommt noch. Dass wir alle, die wir in Christus Jesus hineingetauft sind, in seinen Tod getauft sind. Okay, wir sind in Christus getauft und müssen verstehen, dass wir gleichzeitig in seinen Tod getauft sind. Und ich zeige dir gleich, was das bedeutet. Wir sind also mit ihm begraben worden durch die Taufe in den Tod. Wir starben, als er starb. Wir leben, weil er von den Toten auferstanden ist. Als er starb, starben wir auch. Wassertaufe bedeutet, das auszuleben. Eine Kontaktstelle des Glaubens. Mann, alles, was ich je getan habe, was jemals gegen mich getan wurde, überall, wo ich war, es wird alles tot genannt. Ich bin reingewaschen. Es ist so, als ob ich zuvor nie gelebt hätte. Ich werde neu geboren. Ich sterbe allem, was war. Damit ich aufstehen und all das leben kann, was ist. Runter geht meine Vergangenheit und hoch kommt meine Gegenwart und Zukunft. Versteht ihr? Das ist so phänomenal. Also, seht euch das an. Wir sind also mit ihm begraben worden durch die Taufe in den Tod, damit gleich wie, das solltest du dir merken, es gibt eine Menge davon in der Bibel, gleich wie Christus. Das macht dich eins, macht dich genau wie er in dieser Erfahrung. Gleich wie Christus durch die Herrlichkeit des Vaters aus den Toten auferweckt worden ist, so auch wir in einem neuen Leben wandeln. Denn wenn wir mit ihm eins gemacht und ihm gleich geworden sind in seinem Tod, er spricht davon immer wieder, er erklärt es ein paar Verse weiter. Denn wenn wir mit ihm eins gemacht und ihm gleich geworden sind in seinem Tod, so werden wir ihm auch in der Auferstehung gleich sein. Es geht also nicht nur um das Sterben, es dreht sich alles um das Leben. Aber man muss sterben, um leben zu können. Ist das nicht etwas? Nun seht euch das an. Wir wissen ja dieses. Das zweite Mal geht es ums Wissen. Wir wissen ja dieses, dass unser alter Mensch, das müssen wir wissen, das ist die Erfahrung der Wiedergeburt, Leute. Wir wissen ja dieses, dass unser alter Mensch mitgekreuzigt worden ist. Deshalb könnt ihr nicht zurückblicken. Deshalb seid ihr nicht Lots Frau, ihr seid seine Braut. Deshalb blickst du nicht zurück. Du willst niemals stecken bleiben zwischen woher du kommst und wohin du gehen sollst. Das ist zurückblicken. Paulus sagt, es gibt nur eine Sache, die ich tue, um zu begreifen. Nicht zwei oder drei, sondern eine, um zu begreifen und zu werden und in alles hineinzuwachsen. Nur eine Sache, die ich tue, damit ich dorthin gelangen kann, wohin ich gehe. Ich vergesse, was da hinten liegt und greife nach dem, was vor mir liegt. Nur eine Sache. Dass unser alter Mensch mitgekreuzigt worden ist, damit der Leib der Sünde außer Wirksamkeit gesetzt sei, sodass wir der Sünde nicht mehr dienen. So wie das Wort Sklave in diesem Kapitel verwendet wird, wird es oft benutzt. Es bedeutet gebunden und angekettet, um den Willen zu tun. Es gab eine Zeit, da war ich gebunden und an Sünde gekettet, um den Willen zu tun. Dieses Kapitel sagt mir, dass sich die Ketten geändert haben. Jetzt bin ich gebunden und angekettet an Gerechtigkeit, um seinen Willen zu tun. Es sagt am Ende des Kapitels, ich bin gebunden und an Gott gekettet, um seinen Willen zu tun. Er zerbrach jede Kette und kettete mich neu an eine schöne Kette. Er band mich an sich und sagte, ich habe ein Urteil über dich. Gerecht, rein, mein Sohn. Niemand kann mich aus seiner Hand reißen. Ich bin der Einzige, der mich von dieser Wahrheit trennen kann, indem ich etwas Falsches glaube. Damit der Leib der Sünde, was? Außer Wirksamkeit gesetzt sei, sodass wir der Sünde nicht mehr dienen. Oh, seht ihr? Es heißt nicht, derjenige, der Jesus in sein Herz bittet, derjenige, der um Vergebung bittet und in den Himmel kommen will, das sagt er nicht. Er sagt, derjenige, der gestorben ist. Gestorben für was? Dir selbst gestorben.
dem gestorben, dass du für dich selbst lebst. Der, der gestorben ist nach dem Bild seines Todes, ist der Sünde ein für allemal gestorben. Wer gestorben ist, ist was? Oh oh, was sagt deine Bibel? Nein, warte, was? Befreit von was? Warte. Ja, aber Bruder, du wirst immer sündigen. Willst du sagen, dass du perfekt bist und nicht sündigst? Komm schon, jeder sündigt. Was meinst du, du bist frei von Sünde? Du bist nie frei von Sünde. Du wirst Sünde mit ins Grab nehmen. Du bist die ganze Zeit sündig. Ist das nicht etwas, dass die Prediger das so selbstbewusst von der Kanzel predigen, aber es nicht in der Bibel lesen? Er redet von einem Gewand, einer Mentalität. Er redet von etwas, das Jesus bezahlt hat, das sehr wertvoll ist und mächtig. Wenn wir aufhören würden, es so zu bekämpfen und es einfach anziehen würden. Oder? Derjenige, der gestorben ist, ist was? Steht das in eurer Bibel oder ist das nur in meiner Predigt? Befreit von Sünde. Wie ein Mensch denkt, so. Wenn ich aufwache und glaube, dass ich frei bin von Sünde, werde ich dann einen Kampf gegen die Sünde führen oder werde ich ein Leben genießen, dass ich in Gerechtigkeit lebe? Wenn ich aufwache und glaube, dass ich ein Sohn bin, werde ich dann versuchen, einem Sohn gerecht zu werden, mich als Sohn zu qualifizieren oder werde ich den Segen der Sohnschaft genießen? Kommt schon! Was ihr glaubt, ist so mächtig und ich sage euch, jede Verheißung ist für den Gläubigen und die Nummer 1 Strategie des Feindes ist es, das zu verderben, was wir glauben. Er will das, was wir glauben, beherrschen. Du solltest deinen Glauben nicht zu schnell aufgeben und deinen Glauben besser nicht für etwas Billiges verkaufen. Dein Glaube ist sehr, sehr, sehr wichtig. Dein Glaube ist kostbar. Du solltest ihn behüten. Mit aller Sorgfalt. Seid ihr noch dabei? Wenn wir aber mit Christus gestorben sind, so glauben wir, dass wir auch mit ihm leben werden. Es geht also nicht nur um das Sterben, sondern auch um das Leben. Dass wir wissen, dass, ein drittes Mal geht es um Wissen. Da wir wissen, dass Christus aus den Toten auferweckt, nicht mehr stirbt. Tod? Der Tod hat keine Herrschaft mehr über ihn. Hier kommt der Tod, in den wir in der Taufe begraben wurden. Wenn wir sterben, sind wir frei von Sünde. Hier ist es, wovon er spricht, wenn er sagt, in den Tod begraben. Denn was er gestorben ist, das ist er der Sünde gestorben. Das ist sein Tod. Das ist er der Sünde gestorben. Erinnert euch, wir wurden bei der Taufe in seinen Tod begraben. Der Tod, den er starb, was ist das für eine Taufe? Für was ist er gestorben? Der Sünde. Ein für allemal. Der Tod, den starb er der Sünde. Ein für allemal. Was er aber lebt, das lebt er für Gott. Schaut. Also auch ihr, wer? Ihr. Haltet euch selbst dafür, dass ihr für die Sünde tot seid. Oh ja, aber Bruder, nicht ich. Schau, ich kann nicht, Mann. Das klingt einfach nicht richtig, weil wir jeden Tag sündigen. Bruder, du weißt, dass wir sündigen. Willst du damit sagen, dass du perfekt bist? Komm schon, wir alle werden Sünde mit ins Grab nehmen. Mann, nichts, was wir dagegen tun können. Es liegt einfach in unserer Natur. Es ist in unserem Herzen. Lies deine Bibel, Mann. Wir sind Sünder. Diese Sprache wird da draußen mit Überzeugung gesprochen. Und weil die Leute das glauben, bestätigt ihr Leben das. Und weil ihr Leben es bestätigt, glauben sie es noch mehr. Jetzt gibt es nicht einmal mehr eine Überführung und keinen Ort, um Buße zu tun, denn wir tragen es als eine Identität. Und es gibt nicht einmal ein Verlangen nach Veränderung. Und der Gedanke an Veränderung ist blasphemisch. Ich kann es nicht deutlicher erklären als das. Du kannst schreiben, was du willst. Ich sage dir, dass du falsch liegen wirst. Denn diese Bibel hat recht. Wie kann ich mich selbst der Sünde tot halten und für Gott leben und trotzdem weiter von meiner Fähigkeit, Sünden zu begehen, reden? Und das Demut nennen. Ich nenne es Unglaube. Kommt schon. Was würde im Leben eines Mannes passieren, wenn er einfach jeden Tag aufwacht? Junger Ehemann, junger Vater, einfach jeden Tag aufwacht und sagt, Vater, ich danke dir, du hast mich für deine Herrlichkeit erschaffen. Vater, ich danke dir, dass du mich als Sohn angenommen hast und du liebst mich und hast mich reingewaschen von allem, was ich je getan habe in meinem früheren Leben.
Gott, ich danke dir, dass du mich ermächtigt hast. Heiliger Geist, ich heiße dich willkommen und danke dir für das Licht, in dem du mir erlaubst zu leben und zu wandeln. Ich schätze deine Liebe so sehr. Das wird dich verändern. Das wird die Art und Weise verändern, wie du handelst, wie du reagierst, wie du lebst. Was wäre, wenn du aufwachst und Christus anziehst? Was wäre, wenn du zu Bett gehst und Christus anziehst? Und wenn du aufwachst, ist er schon angezogen? Was wäre, wenn du nie wieder nackt bist? Kommt schon. Für die meisten Leute ist nackt nicht einmal lustig. Ich sag's ja nur. Ich bin ganz ehrlich. Wirf alle deine Filme weg, all diese romantischen Geschichten. Menschen werden älter, sie zeigen weniger Haut. Sie tragen andere Kleidung und sie wollen nicht einmal in den Spiegel schauen. Warum solltest du jemals im Geist nackt sein wollen, wenn es keinen Spaß macht? Du bist angezogen. Du bist dazu bestimmt, angezogen zu sein. Bleib angezogen. Besser ist das. Tut mir leid. Ich erzähle nur etwas. Ich weiß nicht, wie es bei euch ist, aber das ist ganz klar. Gibt es etwas, das ich übersehe? Da wir wissen, dass Christus aus den Toten auferweckt nicht mehr stirbt, der Tod herrscht nicht mehr über ihn. Denn was er gestorben ist, das ist er der Sünde gestorben, ein für alle Mal. Also auch ihr, haltet euch selbst dafür, dass ihr für die Sünde tot seid. Der Sünde tot seid. Tot seid, wirklich tot seid. Nicht einfach nur tot, wirklich tot. Kommt schon, Gott betont das sogar noch. Er ist derjenige, der dramatisch ist. Du bist nicht nur tot, du bist wirklich tot. Das ist etwas anderes als tot. Wirklich tot ist wie ein Punkt, Ausrufezeichen, Doppelpunkt und ich weiß nicht was. Das ist tot, tot, wirklich tot. Ja. Du bist wirklich tot, was? Du bist wirklich tot für die Sünde. Das ist nicht meine Erfahrung mit den durchschnittlichen Christen. Wenn man das tatsächlich versucht zu predigen, stößt man auf absolute Ablehnung. Die Leute werden wütend auf dich und hassen dich dafür, dass du die Heilige Schrift predigst. Weil es nicht ihre Erfahrung ist. Weil es nicht ihre Erfahrung ist, sondern weiterhin ihr Leben ist. Und weil es ihr Leben ist, ist es ihre Identität. Und jetzt kann ich mich nicht ändern, weil ich keinen Glauben für Veränderung habe. Denn so sind wir. Und sie tragen immer noch Feigenblätter. Genau das da ist es, was ihr sein solltet. Ihr solltet genauso sein, ein kleines Kind. Er hat nicht Kind gesagt, er sagt ein kleines Kind. Wisst ihr warum? Es dauert nicht lange im Leben eines Kindes, bis sie ihre Unschuld verlieren und sich ihrer selbst bewusst werden. Man kann diese Zeit in ihrem Leben erkennen, in der sie kein Bewusstsein ihrer selbst haben. Ich könnte hier unten sein, auf dem Boden predigen. Ein kleines Baby läuft von seiner Mutter weg und die Mutter macht etwas und passt nicht auf. Plötzlich sagt sie, er ist beim Prediger. Oh, meine Güte. Und das Baby weiß nicht einmal, was es tut. Er läuft herum und schaut sich die Sachen an, fasst Dinge an, hat keine Ahnung, dass die ganze Kirche auf ihn schaut. Geht hinüber und sieht den Pastor an. Er ist sich selbst nicht bewusst. Wenn du nicht wie ein kleines Kind wirst, wirst du niemals das Reich Gottes sehen. Ich bin fast fertig. Also auch ihr, haltet euch selbst dafür, dass ihr für die Sünde tot seid, aber für Gott lebt in Christus Jesus, unserem Herrn. Deshalb, weil ihr euch der Sünde tot haltet, so soll nun die Sünde nicht herrschen in eurem sterblichen Leib. Das ist der Punkt, wo ihr Stellung beziehen müsst. Genau da müssen wir in Gemeinschaft mit Gott bleiben. Dass du nicht sündigen willst, wird die Sünde nicht ändern. Wenn du in der Gemeinschaft mit Gott bleibst, wird das deine Identität, Gemeinschaft und Beziehung versiegeln und seine Gnade wird beginnen, dich zu ermächtigen und du wirst es als das erkennen, was es wirklich ist. Du wirst verstehen. Du musst das tun mit dem Geist durch den Geist. Wer im Geist wandelt, wird nicht die Lust des Fleisches vollbringen. Es heißt nicht, wer die Lust des Fleisches nicht vollbringen will, wird nicht. Und wenn es in seinem Herzen ist, es nicht zu tun, wird er es nicht tun. Schau, das ist das Zeug, was der Teufel sagt. Und dann verurteilt er dich, wenn du es tust. Aber du tust es aus deiner eigenen Kraft, nicht aus seiner. Versteht ihr?
So soll nun die Sünde nicht herrschen in eurem sterblichen Leib, damit ihr der Sünde nicht durch die Begierden des Leibes gehorcht. Sünde kommt also in lustvoller Form. Du hast dich selbst verleugnet, bist in der Beziehung mit Gott, hast dich der Sünde für tot erklärt und lebendig für Gott. Komm schon, du glaubst einfach, dass er dich liebt. Du glaubst an deine Reinheit. Wegen dem gesprochenen Wort glaubst du, dass du ein Sohn bist. Wenn du so lebst, beinhaltet das eine Gnade und Kraft in dir. Wenn dann die Begierden und solches Zeug kommt, wird das durch die Wahrheit, in der du stehst, weggeblasen, durch das, was du glaubst. Macht das Sinn für euch? Du musst dich selbst in Christus sehen, um so zu leben. Es hat nicht mit Willenskraft zu tun. Das ist nicht Disziplin. Das ist Rettung durch Gnade, durch Glaube. Deshalb sagt Paulus, ich bin, was ich bin, durch die Gnade Gottes. Deshalb sagt er, darum rühme sich niemand eines Menschen. Wenn ein Mensch etwas hat, hat er es nur empfangen. Gott hat es gegeben. Deshalb gibt es keine Prahlerei des Menschen. Wenn sich keiner eines Menschen rühmt, dann rühmt man sich des Herrn. Wenn man ist, was man ist, durch die Gnade Gottes, wer bekommt dann den ganzen Ruhm? Und jetzt lebst du etwas, von dem du weißt, dass du es nie ohne ihn leben könntest. Und jetzt liebst du ihn mehr. Und du vertraust ihm mehr. Und du willst ihn mehr. Und jetzt bist du näher als je zuvor. Und jetzt lebst du es noch mehr. Versteht ihr? So soll nun die Sünde nicht herrschen in eurem sterblichen Leib, damit ihr nicht durch die Begierden gehorcht. Gebt auch nicht eure Glieder der Sünde hin als Werkzeuge der Ungerechtigkeit. Das könnte in deiner Identität sein, einfach durch falschen Glauben. Das bedeutet nicht nur Handlung, auch falscher Glauben, dich selbst so zu sehen. Wir werden auf gar keinen Fall unsere Glieder der Sünde als Werkzeug der Ungerechtigkeit hingeben, sondern gebt euch selbst Gott hin als solche, die lebendig geworden sind aus den Toten. Ist das nicht erstaunlich? Und eure Glieder als Werkzeuge der Gerechtigkeit für Gott. Denn die Sünde wird nicht herrschen über euch, weil ihr nicht unter dem Gesetz seid, sondern unter der Gnade. Oh oh, er weiß, was die Leute denken. Wie nun, sollen wir sündigen, weil wir nicht unter dem Gesetz, sondern unter der Gnade sind? Nein, das haben wir schon besprochen. Und wisst ihr nicht, das vierte Mal, jetzt solltest du es wirklich wissen, wem ihr euch, hier kommt die Identität ins Spiel, das ist kraftvoll. Wisst ihr nicht, wem ihr euch als Sklaven hingebt, um ihm zu gehorchen, was immer du auch glaubst, dem wirst du dienen. Das sagt er. Wem ihr euch als Sklaven hingebt, um ihm zu gehorchen, dessen Sklaven seid ihr und müsst ihm gehorchen. Es sei der Sünde zum Tode oder dem Gehorsam zur Gerechtigkeit. Er macht es so einfach. Er sagt, Leute, es ist das Auge, das ist das Licht des Leibes. Was immer ihr euch vorstellt, ist die Frucht, die ihr tragen werdet und dessen Sklave wirst du sein. Du wirst das hervorbringen, was du glaubst. Gott aber sei Dank. Paulus wird hier wirklich positiv und erstaunlich und ein liebender Vater. Gott aber sei Dank, dass ihr Sklaven der Sünde gewesen seid. Ja, es gab eine Zeit in deinem Leben, in der sie euch besaß und du warst der Sünde ausgeliefert und es gab keine Gnade. Nun aber von Herzen gehorsam geworden seid, das ist der Punkt des Übergangs und der Veränderung, dem Vorbild der Lehre, das euch überliefert worden ist. Wisst ihr, ihr könnt euer ganzes Leben in die Kirche gehen und nie von dieser Lehre hören. Dein ganzes Leben lang. Das ist ein beängstigender Gedanke. Nachdem ihr aber, oh oh, Vers 18, macht ihr Witze? Nachdem, es ist also schon fertig, nachdem ihr aber von was befreit wurdet? Oh oh, seht ihr, wie sich die Ketten verändert haben? Im Englischen ist das ein Zungenbrecher. Chains changed. Die Ketten haben sich verändert. Schaut, du warst gefesselt und angekettet und gebunden an Sünde, um ihren Willen zu tun, aber jetzt bist du befreit worden. Jetzt bist du gebunden und angekettet, um den Willen der Gerechtigkeit zu tun. Ist das nicht erstaunlich? Du warst also ein Sklave der Sünde und wurdest befreit. Und jetzt bist du ein Sklave der Gerechtigkeit. Ich muss menschlich davon reden, wegen der Schwachheit eures Fleisches. Denn so wie ihr einst eure Glieder in den Dienst der Unreinheit und der Gesetzlosigkeit gestellt habt, zu noch mehr Gesetzlosigkeit. Warum? Denn wie der Mensch denkt, so ist er. Gleiche Sache, nur umgekehrt. So stellt jetzt eure Glieder in den Dienst der Gerechtigkeit zur Heiligung. Was ist die Frucht des Glaubens an die Gerechtigkeit? Ein heiliges Leben. Ohne, dass du dir auf die Lippen beißen musst, um heilig zu sein. Warum? Weil das Auge das Licht des Leibes ist. Und wenn du es siehst, wirst du es. Ist das nicht erstaunlich? Es ist alles genau hier. So stellt jetzt eure Glieder in den Dienst der Gerechtigkeit zur Heiligung. Denn als ihr Sklaven der Sünde wart, da wart ihr frei gegenüber der Gerechtigkeit. Okay, er dreht es um. Also, wenn ich ein Sklave der Gerechtigkeit bin, bin ich frei in Bezug auf die Sünde.
Als ich also in den Sünden feststeckte, war ich frei in Bezug auf die Gerechtigkeit. Was tun viele Menschen, wenn sie die Botschaft der Gerechtigkeit angreifen? Sie kämpfen darum, in der ersten Sache zu bleiben. Ein Sklave der Sünde. Und sie bekämpfen Gerechtigkeit. Nun ja, er sagt halt, dass es uns vergeben ist. Nein, er sagt, ich bin gerecht vor Gott, kein Gefühl von Schuld, Verurteilung oder Scham. Kolosser 1, heilig und makellos und untadelig vor seinem Angesicht. Das ist etwas anderes als nur Vergebung. Es ist rein und es ist frei. Welche Frucht hattet ihr nun damals von den Dingen, deren ihr euch jetzt schämt? Ihr Ende ist ja der Tod. Jetzt aber, oh, er packt es ein drittes Mal rein. Ich liebe dich, Herr. Jetzt aber, ich war in Kirchen und Gottesdiensten, mit euch habe ich es nicht getan, aber ich habe sie es 20 Mal sagen lassen. Ich würde sagen, was steht da? Lest es laut vor. Und die Leute lesen es fast zaghaft. Wenn sie sagen, wir sind frei von Sünde, ist es fast so, als wären sie trainiert worden, dass sie das nicht glauben sollen. Und sie sagen es mit verkniffenem Mund und irgendwie leise. Ich sagte, komm schon, glaubt ihr überhaupt, was ihr da lest? Was steht da? Ich denke, es war dann etwas zu viel, als sie es so oft wiederholen sollten. Seht ihr, ich habe euch verschont. Euch habe ich es nicht angetan. Ich glaube einfach, dass ihr das glaubt. Jetzt aber. Schaut, wir reden über jetzt. Wir reden nicht von damals, sondern von jetzt. Jetzt aber, da ihr frei seid von der... Puh, ihr solltet sehen, was in eurer Bibel steht, oder? Und Gott dienstbar geworden seid, habt ihr als eure Frucht die Heiligung. Niemand kann heilig leben, Bruder. Nein, aber du kannst der Gerechtigkeit glauben. Ist es möglich, heilig zu leben? Ist es möglich, heilig zu leben? Steht da so? Ist es möglich, rein zu leben? Er sagt, wenn reine Herzen Gott sehen werden, muss es da draußen eine Person geben, die das kann. Er sagt, für den Reinen sind alle Dinge rein. Es muss also möglich sein, rein zu leben. Er sagt, seid heilig, denn ich bin heilig. Es muss möglich sein, in dieser Sache zu wandeln. Ist das nicht etwas? Seht ihr, ich habe genug Bibelstellen, um mich zu überzeugen. Und Gott dienstbar geworden seid, habt ihr als eure Frucht die Heiligung, als Ende aber das ewige Leben. Denn der Lohn der Sünde ist der Tod, aber die Gnadengabe Gottes ist das ewige Leben in Christus Jesus, unserem Herrn. Wie deutlich ist das, Leute? Macht das für eure Herzen Sinn? Wisst ihr, dass diese Offenbarung genau hier mir die Zuversicht und den Glauben gibt, um für die Kranken zu beten? Ich bete eigentlich nicht für Kranke und habe das Vertrauen, für Kranke zu beten, nur wegen dem, was die Schrift über die Heilung sagt. Ja, der Glaube kommt durch das Hören, aber ich sage euch ganz ehrlich, der wichtigste Glaubensfaktor in meinem Leben, um für Kranke zu beten, ist die Vergebung der Sünden. Die Tatsache, dass Gott Sünden vergibt, bedeutet, dass er alle Krankheiten heilt. Es ist Teil seiner Wohltat und du preist ihn, o Seele, und alles, was in dir ist, preise seinen heiligen Namen. Und vergiss nicht seine Wohltaten, er vergibt alle deine Sünden und heilt alle. Jesus sieht den Gelähmten, sie lassen ihn durch das Dach und sagt, sei getrost, mein Sohn, deine Sünden sind dir vergeben. Okay, das ist großartig, ich bin sicher, dass sie nicht das Dach abgerissen haben, um das zu hören. Seid ehrlich mit mir, sie rissen nicht das Dach eines Mannes ab, um zu hören, dass seine Sünden vergeben sind. Sie rissen das Dach ab in der Hoffnung, dass er wieder gehen kann. Und was macht Jesus, der ein erstaunlicher Lehrer ist? Er sagt, hey Sohn, sei getrost, deine Sünden sind vergeben. Was tun sie, sobald er das sagt? Er fragt, warum denkt ihr immer Böses und habt Komisches in euren Herzen? Warum? Es ist, als wenn alles, was Jesus gesagt hat, weil sie einfach nicht zuhören, was er sagt. Sie hören zu, um zu hören, mit was sie nicht einverstanden sind. Das ist ein großer Unterschied. Und das ist es, wo der kritische Geist gerne drin lebt und verweilt. Jesus sagt also, sei getrost, deine Sünden sind vergeben und die Dann sagt er, warum denkt ihr immer nur Böses in eurem Herzen? Was wäre für mich einfacher zu sagen? Eure Sünden sind euch vergeben oder steh auf und gehe? Aber um euch zu zeigen, den Sohn Gottes oder den Sohn des Menschen, ich bin mir nicht sicher, ich glaube, er sagt den Sohn Gottes. Aber um euch zu zeigen, dass der Sohn Gottes die Macht hat, die Sünde zu vergeben. Ich müsste nachschauen, er könnte sagen, der Sohn des Menschen. Um euch zu zeigen, dass der Sohn Gottes die Macht hat, die Sünden zu vergeben, steh auf und geh. Was sagt er? Ich heile dich durch die Gnade Gottes, der Sünden vergibt und dich reinsieht. Was sagt Jakobus? Jakobus 5. Ist jemand unter euch krank, der rufe zu sich die Ältesten der Gemeinde, dass sie über ihn beten und ihn salben mit Öl in den Namen des Herrn. Und das Gebet des Glaubens. Schaut, nicht die Salbung mit Öl, das ist ein Kontaktpunkt des Glaubens, dass der Heilige Geist hier ist. Aber schaut Folgendes. Und das Gebet des Glaubens wird dem Kranken helfen oder heilen. Und der Herr wird ihn aufrichten.
und wenn er Sünden getan hat, wird ihm vergeben werden. Was sagt er? Geheilt zu sein bedeutet, dass einem vergeben ist. Vergeben werden heißt geheilt werden. Schaut, bekennt einander eure Fehler. Betet füreinander, damit ihr... Wow! Merkt man, dass ich dieses Buch gelesen habe? Es ist alles da. Es ist alles verbunden. Geheilt zu sein bedeutet, vergeben zu sein. Vergeben zu sein ist, geheilt zu sein. Der Glaube in unserem Herzen, für die Kranken zu beten, sollte nicht nur wegen der Hoffnung sein, dass es ihnen besser geht und sie geheilt werden, sondern weil Gott den Menschen ihre Sünden vergibt und ihnen nicht ihre Schuld anrechnet. Durch das Blut Jesus, das Besseres redet. Deshalb können wir in die Welt gehen, das Evangelium predigen und die Kranken heilen, die Aussätzigen reinigen, die Toten auferwecken und Teufel austreiben. Sie sind vielleicht nicht einmal wiedergeboren. Wie können sie geheilt werden, wenn sie nicht einmal wiedergeboren sind? Wie können sie geheilt werden, wenn sie nicht um die Vergebung der Sünde gebeten haben? Ich schreibe euch diese Dinge, meine kleinen Kinder, damit ihr nicht sündigt. Wenn ihr aber sündigt, habt ihr Jesus Christus, den Gerechten, und seine gerechte Bitte wird ein Sühnopfer sein, ein Gnadenthron für eure Sünden und nicht nur eure Sünden, sondern auch für die Sünden der ganzen Welt. Das ist 1. Johannes Kapitel 2. In 2. Korinther 5 heißt es, wir sind jetzt Botschafter. Wir gehen hinaus in die Welt. Wir flehen die Menschen an, sich mit Gott zu versöhnen und nicht ihre Übertretung anzurechnen, so wie Jesus es getan hat. Das ist doch was.